Fette gedroschen hast du ja, das Gras meinst du, ne? Ach so, das ist ja schon. Ja, stimmt, ist fertig. Müssen wir nur mal LKW wegfahren und dreschen. Strickeln kannst du noch, ja. Du kannst gleich die Grassamer beim Landhandel eigentlich verkaufen. Jupp, mach ich. Ich meine, da kriegen wir momentan einen recht guten Preis dafür. Jetzt sehe ich bloß wieder nicht, wo das Feld anfängt. Ach da. Bist online, ne? Schon online. Da ist aber noch Ja. keiner da. Ja, aber laut Handy bist du online. Heute will uns keiner sehen. Ja, wahrscheinlich, ja. Es ist kein normaler Streamtag. Egal. Ja, wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu diesem außerplanmäßigen Urlaubsstream für unseren Ifkonator. Ja, hallo. Ja, mein Urlaub ist schon wieder fast vorbei, ich weiß Hallo Sebinator, guten Abend. Jetzt lasse ich nochmal anfangen. Hallo Gerdi, grüß dich. Also Emily sieht irgendwie, das ist aber durch die Kameraposition, die sieht irgendwie gerade so aggro aus. Ist sie überhaupt nicht? Nein. Ja, die ist aggro, weil sie keinen Urlaub hat, ne? Das ist sie ja, ne? Aber ich wollte sie euch mal zeigen, damit ihr seht, wie groß die jetzt schon worden ist. Na, das Hallo ist jetzt Chris, richtig grüß dich. interessant. Hallo Jakob, guten Abend. Ja, muss mal im Stream gucken, die ist schon voll gewachsen. Ja, warte, ich guck mal kurz. Jetzt sieht man leider ihr schönes Orange nicht. 19 Zuschauer schon da. Hallo Jan, guten Abend. MM-Sklave, einen wunderschönen ebensolchen. Hallo, hallo, hallo. Und Ja, bin. spontan Urlaubsstream. Kevin hat Urlaub ab Montag. Ja, eigentlich schon ab heute. Ja, gut, ja, gut, Nein, ja. ab Montag offiziell. Ja, gut, ne? Ja. Ja. Ifo. Das heißt, ab jetzt täglich Streams, was? Katrin, du weißt noch nichts davon, aber jetzt hat sie es erfahren. Und im Stream kann sie nicht Nein Doch, sagen. das will ich. Hallo Johannes. Ja, uns geht's gut soweit. Wir sind hier mächtig am Schwitzen. Wie geht's dir denn? Oh ja, jawohl, bei mir geht's gerade. Guck, Gary ist dein Urlaubsbruder quasi. Er hat ab jetzt auch 3 Wochen Urlaub. Na, sehr schön. Hallo L17 Meister, guten Abend. Oh Mist, hat nicht geklappt. Was machen wir denn da mit dir, Mensch? Was hat nicht Sag geklappt? mir das mal. Na, er versucht doch die Bergbahn runterzuladen und das steht immer irgendwie ungültig. Hä? Ja, das ist jetzt ein Problem. Wir kennen die Meldung nicht und Tja. Hallo nichts Jaso, mehr hallo senden. Jürgen. Meist, wunderschönen guten Abend euch. Es sieht, grüß dich. Game Lady, guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Hallo Moselbrücke. Hallo, Ja, hallo. soweit ganz gut, Jan und dir. Hallo David, guten Abend. Hallo André, hallo Youngtimer. Dir geht's auch gut, Jan, das ist schön. Oh, ich habe noch Geld. Fast 11.000 Euro. Blöde Feldgrenze da. Ja. Ich kann mir was kaufen. Juhu. Was? Ich habe Geld, ja. Jetzt nimmst du das wieder weg. Gibt das ja. MM-Sklave schreibt, Ifko, ich wünsche dir einen schönen und erholsamen Urlaub. Ja, danke schön. Will ich haben. Auf jeden Fall. Ja, also heute ist brutal. Draußen 30 Grad, da herin 30 Grad. Gibt kein Entkommen. Keine frische Luft. Ja, das ist so, das ist mies. Also heute Die die Punkt sagen Luft sie ja. brutal. Heute Jetzt. ist steht. Und ist nächsten Donnerstag 28 Grad gemeldet. Ich freue Boah. mich schon. Ne, mal schauen, ob es wirklich kommt, ne? Weil kann ich hier schon anfangen, ein anderes Feld zu dreschen, oder? Kannst machen, ja. Als sieht schreibt Hashtag schönen Urlaub für Kevin. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt hält sie euch auch nur der Arsch hin. Also, Emily. Emily, was ist. Die will uns was damit sagen, glaube ich. Hallo Timo, hallo Janni. Grüß euch. Timo, liebe Grüße nach Holland. Also das mit Feld 4 halb, ne, das hat nicht gut funktioniert. Du Ja, hast weil. ja angesehen Hab ich dann auch gesehen, ja. wie ich. Egal. Game Lady, ich habe 2 Miniatur-Bullterrier. Ja, dann fahre ich dann zu Feld 4, 15, 12, oder? Fange Hallo ich dann auf Daniel, 15, grüß dich. 15. Feld 5? Ja, die Kleine, die 14, kannst du 15. machen. Ja. Muss nur Schaltwerk wechseln und dann geht's schon. Ja, L17 Meister, da gehen uns langsam die Ideen aus. Also ansonsten, ja, Browser hast probiert. Cache löschen wäre nur eine Idee. Boah, 37 Grad im Auto. Gott, oh Gott. Sehr schön. Hallo Marc, guten Abend. Funktioniert die Standheizung also, das ist sehr gut. Wunderbar, ja. Denke ich mir jetzt mal, wenn ich einsteige. Standheizung funktioniert geil. Toll, schön warm. Brauche ich nicht mal einstellen, die funktioniert sogar von allein im Sommer, das ist sehr schön. Hast du jetzt eigentlich mal den Stream geguckt und Emily anguckt?
Ja, ich sage ich doch, sehr groß. Hast du Geld wieder ist zugehört? ordentlich gewachsen. Ja, hast du wieder zugehört? Naja, ist ja nichts Neues. Ja. Was? Ja. Daniel, wie immer, wenn es Moin, moin. fertig ist. Oh. Wie kann ich denn jetzt wieder gut machen? Frag nicht mich. Also wie Ja, das so probier das mal. zusammenreißen. Was? Ja. Was ist das? Hat Was heute genau? Edenit Plattendach gedeckt, sagst du auf den schwarzen Platten den ganzen Tag bei über 30 Grad von oben, da war ich durch, dann noch in der langen Arbeitskleidung. Oh Gott. Fentubo, ganz ehrlich, also das hätte mein Kreislauf nicht mitgemacht. Wirklich nicht. Hab meinen auch nicht. Also pralle Sonne und dann sich nur körperlich anstrengen, das sowas packe ich nicht. Ich vertrage einfach die pralle Sonne, vertrage ich ganz schlecht. Hallo Andi, grüß dich. Ja, wir sind am Wegschmelzen, aber sonst eigentlich alles gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn? Nobby, wunderschönen und guten Abend. Kevin, ich soll, Nobby schreibt, bestell Kevin einen schönen Urlaub. Ich habe schon eine Woche rum, geht viel zu schnell. Ja, danke, Novi. Ich weiß, dass das viel zu schnell rumgeht. Ja, das ist ja. Ja, Youngtimer, wir hier auch, das ist brutal. Kommt einfach, es kühlt nicht ab und kommt keine frische Luft rein. Das ist zum Schneiden. Was? Die Luft. Ein Eis für Schneiden. Ivko. Wieso nur für Ivko? Nee, Katrin bekommt auch ein Eis. Ja, dann bekommt sie Hilfe von meinen Katrin. Das ist sehr lieb von dir. Ja. Lalalala. Jawohl. Oh, war Was? mehr als die Hälfte. Was? Das war nicht mein Eis. Was? Toll. Okay, jetzt weiß ich das auch. Gut, dass der Stream ab 18 ist. Wer soll dir was sagen? Ich bin gleich wieder da. Nein. Ja. Buddy disconnected from your channel. Oh, hast deinen Führerschein bestanden? Ja, ganz herzlichen Glückwunsch. Und allzeit gute Fahrt. Game Lady habe ich schon, aber das ist momentan blöd wegen der Webcam, weil mein selbst gebasteltes Stativ ist kaputt gegangen. Ich gucke gerade nach dem Ersatz. Buddy joined your channel. Hallo. Baby. Spring mal bitte in den Dresch. Ich bin gespannt, wie der jetzt steht. Aber es ist sicher alles durcheinander geschoben. Oh Gott. Wo war denn der? Ja, ich habe gerade den Zug gefahren. Ich muss gerade den Scheitweg in den Unterstand stellen. Oh. Rückwärts und so, ne? Also, Wenn das nie geht, guten Abend. Hallo Dirk, auch dir einen sehr warmen, wunderschönen guten Abend. Selbstverständlich ist es warm, nur aufs Wetter bezogen. Zecke, ja, das ist Emily. Schlagfertig Das war bin ja ich. mein erster. Ich habe ja, also. War gar nicht so wild. Okay. Jetzt kannst du mal Zeck, es aufmachen. nun nimm doch dein Mann als Kamerahalter oder Ivko soll ein Skript. Oh, ein Guten Skript? Mensch! Tag. Guten Tag! Guten Tag. Nee, das ist momentan echt scheiße. Ich suche gerade ein günstiges Stativ, weil so ist es. Ich habe jetzt hier die Webcam links neben mir auf einer kleinen Vorratsdose. So eine Plastikbox für die Küche. Aha, ja. Hallo Lisa, grüß dich! Da steht eh nochmal der Dresch, alles klar, gut. Ich versuch's Ja, jetzt mal. so, das glaube ich dir. Echt. Ich habe dem M-Sklave wieder überlesen, gell? Oder? Nein? Nein, diesmal nicht. Achso, nein, er hat den Dirk gemeint. Okay. Alles klar. Ja, gut. Kannst du da mal das Stadtwerk einpacken, schaffst du rückwärts? Nein. Okay. Ich bin leider etwas spät, muss mich mal eben um das übliche Klarmen kümmern. Ach, hey. Was? Ja, wir sind auch hier schon online gegangen, also. Also, LS17 meinst, ich bin enttäuscht, dass wir, nachdem wir versucht haben, oder dass du, nachdem wir versucht haben, dir zu helfen, jetzt nach einer gehackten Version fragst. Das ist Also, normal, da wir es kommst von du klar, uns ne? definitiv keine Empfehlung kriegen und sowas, will ich hier auch nie wieder lesen. Sonst bann. Ja, dauerhaft. Ja, dann Zecke, versuch also. mal. Ja, Dann versuch mal's noch probier. was halt. Zecke, ich habe. Also momentan verfütter ich ja am liebsten eigentlich die Heimchen, weil die haben gerade die ideale Größe. Die Waldschaben sind noch zu groß.
Die Schokoschaben könnte ich schon verfüttern. Ich denke, das werde ich auch das nächste Mal ausprobieren, wenn ich Emily fütter. Aber ihr seht sie an ihrem Popo, sie braucht gerade wirklich nichts. Was? Was sagst du, einen dicken Popo? Nein, ich meine, dass sie momentan satt ist. Genau, satt. Ah, satt klingt gut. Da sieht man einen Popo, alles klar. Ja. Der sieht man bei mir auch einen Popo. Was? Was? Hallo Simulator-Checker, guten Abend. Ja, es gibt Urlaubspartei. Warum heißen Vogelspinnen eigentlich Vogelspinnen? Weil eine Künstlerin eine Vogelspinne gezeichnet hat und es ist schon, ich keine Ahnung, fragt mich nicht, im 16. Jahrhundert, 16. oder 17. Jahrhundert war das, hat sie in einem Baum Vogelspinnen gesehen und eine davon hat einen Kolibri gefressen. Und das hat sie so gezeichnet und deswegen heißen diese Spinnen Vogelspinnen. Ja. Anima, guten Abend. Nein, sie hat keine Unterhose an. Ich sag doch, sie streckt euch ihren nackigen, orangefarbenen Popo ins Gesicht. Warum ist da eine Kamera? Was für eine Kamera? Ja, Hier ist keine Kamera. Die Spinne, wo du siehst, sitzt auf deinem Bildschirm. Probier's aus, hau drauf. Puff. Mit dem Hammer am besten. Natürlich. Also Dirk, wenn du mich das fragst, ich habe keine Ahnung. Okay, ja gut, als Dachdecker. Aber sind da Blechdächer nicht noch schlimmer? Ja, weil die hält sich extrem auf. Der Popo von Emily erinnert mich irgendwie an Kim Kardashian. Also jetzt also, weiß ich nicht, ob das ein Kompliment ist oder einfach eine Aussage, dass sie einen unheimlich fetten Arsch hat. Ja, ist ein fetter Arsch ein Kompliment? Pff, tja. Eigentlich nicht, oder? Bei uns kommt man nicht auf den Server, da steht dann, konnte keine Verbindung zum Server herstellen. Wisst ihr warum? Nein. 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 Das kann ich dir nicht sagen. Das müsst ihr selber rausfinden. Das ist. Vielleicht nicht bezahlt. Und der wurde abgeschaltet. Weißt du nicht. Server gerade, Serverwartung, Server abgekackt, Server offline. Ich habe da keine Erfahrung. Ich hatte noch nicht selber einen. Server abgebrannt bei dem Wetter. Oder das? Kostet, ja. Du musst mal das Terrarium sauber machen, da sind ja schon Spinnweben drin. Sagt es Emily, ich habe ihr auch schon gesagt, Karl-Heinz hat es auch schon ausrichten lassen, sie soll mal wieder kehren. Nein. Jetzt habe ich wieder die Bilder vor Augen, wo sich der eine erschreckt und den Bildschirm zerhaut. Simulator-Checker, Katrin, du streamst immer, wenn ich Essen mache, hast du Gespür für Essen. Also wenn ich eins habe, dann ist es ein Gespür für Essen. Ja, nicht nur für Essen. Bitte brechen Sie jetzt in Panik aus. Hallo Philipp, guten Abend. Genau, draufgehauen, 32 Zoll im Eimer. Hallo. Ja, mein Gott. Achso, ich habe leider auch eine schlechte Nachricht, was die Spinnchen angeht, die nächste Woche kommen sollten. Das wird sich weiterhin verschieben. Ich habe den jetzt angeschrieben, er soll sie bitte nicht schicken, es ist zu heiß. Ja, es ist weiß, der Transport wird sich wohl kaum überleben. Richtig. Und ich möchte nicht, dass sie da lebend gekocht werden, da in dem Auto von dem Paketfahrer. Also das muss nicht sein. Das Risiko will ich nicht eingehen. Wieso, Zecke, was passiert? Nicht in Australien, sondern schlag mich tot, in Brasilien essen sie. Nicht bloß in Brasilien, auch in Malaysia, glaube ich, essen sie Spinnen. Kambodscha auf jeden Fall. Du weißt. Aber nicht in Australien, weil Australien hat eigentlich weltweit die giftigsten Spinnen. Darum heißt es ja auch der giftige Kontinent. Ah. Aber die kann man ja was lernen, ne? Ja, hab ja einen Bildungsauftrag. Kannst Lehrerin werden. Na. Ich würde das auch mal gerne sehen. Ich kann nicht mit Kindern. Kinder können zwar echt gut mit mir, aber das beruht leider nicht auf Gegenseitigkeit. Aber wenn mich Kinder immer furchtbar gern mögen. Also die kleben dann immer so an mir dran und. Verständlich, ja.
Das ist wie wenn sie sich so an der Fußklammern, weißt du, und du versuchst sie so wegzuschütteln und die gehen nicht ab. Das geht dann, ne? Geh mal. Nein. Wir machen selten Blechdächer, aber die machen wir im Sommer schon nicht, weil man da kaputt gehen wird. Ha, du, in meinem Lehrbetrieb, die mussten Blechdächer auch im Hochsommer machen. Das war meistens scheißegal. Er ist ja selber nicht mit hoch. Ja, das ist klar, ja. Um Gottes Willen, denke ich, hoffe, es ist nichts passiert. Also meine Vertretung ist hinterm Steuer eingeschlafen. Habe ich noch kurz vor der Hauswand geweckt? Wer? Sein? Seine Vertretung. Er muss doch. Ihm geht's doch nicht gut. Wie geht's dir eigentlich? Ja. Was macht dein Magen-Darm-Grippe? Er muss doch trotzdem arbeiten. Er muss doch seine Vertretung einlernen. Ach so, ja, und der ist eingeschlafen. Das kann kein anderer machen. Guten Abend, Firma Andi. Hallo, Andi. Ich hab, Janka, ich hab noch nie, gar nie nicht so Janka gegessen. Ist das nicht die rote Beete-Suppe? Ist das so eine rote Suppe, oder? Hm. Lehrerin Katrin hat keine Selbstverteidigungsausbildung. Oh, glaub mir, die brauche ich auch nicht. Ich hab dich überhaupt nicht überlesen. Ich hab wohl gesagt, guten Abend, Andichen. Guck mal, da wünschte mir 5 Kinder an der Hals. Was habe ich dir getan? Hm. Ja, in Thailand essen sie eigentlich alles. Ich habe neulich erst, leider Gottes ist es immer alles im Norden, über die ganzen Spinnenhändler und so. Die hatten so ein Straßenfest und da gab es gebratene Insekten und so eingebackene. Hey, ohne was? Scheiß, ja, das gab so ein Grillspieß mit Heimchen und Paprika dazwischen. Das hat irgendwie, ohne Witz, das hat lecker ausgesehen. Okay. Ich würde es probieren. Ja. Hallo Michael, wunderschönen guten Abend. Müni, so sieht's aus. Man kann alt werden wie die Kuh und lernt immer noch was dazu. Guten Abend, grüß dich. Alle von dir. Ja. Hallo Kepling, guten Abend. Nein, ich habe eine Dachdecker gelernt, ich habe Bürokauffrau gelernt, aber das war ein Heizungs-, Sanitär- und Spenglereibetrieb. Geld scheißen kannst du mal sehen. Augenbräuchen ist aber dick geworden. Grüß dich. Dick geworden, naja, das hätten wir auch schön umschreiben können, ne? Also. Areste essen ist Soljanka. Was war denn das mit Rote Beete? Wie hieß denn das? Borscht? Was, es gibt doch ihr Borscht. Es gibt doch irgendeine so eine rote Suppe mit rote Beete drin. Aber Soljanka kenne ich auch nicht. Ich kenne nur Tomatensuppe, die rot ist. Hast du das auch gehört? In Australien haben sie eine Spinne entdeckt, die kann fliegen. Ringsrum kein Netz. Die haben erst gedacht, da ist ein Spinnennetz, aber falsch. Das ist eine richtige Vogelspinne, ne? Natürlich war die wie ein kleines Baby groß. Da musste ich verlesen, aber ich habe gelesen, die war so groß wie ein Schäferhund. Was? Ja, die hat auch keine 8 Beine, sondern 12. Was? Und die ist regenbogenfarbig und hat ein Horn vorn auf der Stirn. Muss die haben, ne? Und 7 auf dem Popo. Was? Was? Lapskaus? Ist Lapskaus das rote Zeug? Wie der Discord-Bot hat. Wieso hat der Discord-Bot nichts gepostet? Was? Hat er nicht? Ach, Borscht ist es mit rote Beete. Ich kenne mich doch da nicht aus. Ne, Andi schreibt, unser Discord-Bot hat gar nichts gepostet wegen dem Stream, die Sau. Nee, warum nicht? Das hat hallo Dani, wunderschönen Ebensäulchen, grüß dich. Stimmt. Hatte nicht, nein. Lederjackenvater, seid ihr noch bei Sternchen, Sternchen, Sternchen aktiv? Das hat's jetzt ausgeblendet. Das heißt, du hast jetzt entweder einen Link geschrieben, was nicht geht, oder irgendwas, pfui. Ja, sicher den Link geschrieben und der wird dann automatisch ausgeblendet. Der Link zur Seite. Hallo Nadine, grüß dich. Kann man ja schon denken, welche Seite er gemeint hat.
Es ist immer blöd, dass das so ausblendet. Ich weiß immer gar nicht, was die Leute meinen. Ja, Linksposten darf man halt nicht, ne? Jason, das kann sein. Das war wahrscheinlich, ja, das 500, die 500 Kilo Monsterspinne, die Kinder frisst. Die frisst Kinder? Kevin, kaufst mir so eine. Was? Die frisst Kinder. Was? 500 Kilo Monsterspinne. Die kann man bestimmt auch zureiten. Ja, genau, die reite ich dann zu dir. Weißt du, wie schnell du da unterwegs wärst und vor allem wie geländegängig? Ja, du könntest ja an im Tunnel, im Autobahntunnel, wenn da Stau ist, könntest du an der Decke entlang reiten, ohne Probleme. Ja, da würde ich runterfallen. Nein, da musst du halt festschnallen. Ja. Du hast 8 Füße da zum Festhalten. Spanngurte. Ja, genau, Spanngurte, ja. Brauchst du aber die starken Spanngurte. Löwaleisan, guten Abend. Hallo. Bonjour. Wo ist mein Abfahrer? Habe ich keinen Abfahrer? Nein. Okay, cool. Würde es als Tierquälerei gelten, wenn man der Spinne einem Politiker verfüttert? Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre Tierquälerei, ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die bekömmlich sind. Ich würde sie für ungenießbar erachten. Oh ja. Karl-Heinz, wunderschönen guten Abend. Hello. Karl-Heinz, was macht dein Kreislauf? Aber du schreibst, du liegst im Bett, das klingt nicht gut. Hallo Franz, grüß dich. Ja, was soll ich nur schonen, ist besser. Franz schreibt, wunderschönen Urlaub wünsche ich. Dankeschön, Franz, und ich wünsche gute Besserung. Und Zecke, was hast du als Antwort bekommen? Erzähl mir alles. Hallo Lutz, guten Abend. Aber Zecke, sei vorsichtig bitte mit Tierhandlungen. Ich garantiere dir jetzt schon, die werden dich gnadenlos abzocken. Du zahlst in der Tierhandlung absolute Mondpreise. Kriegst du bei jedem Züchter überall um die Hälfte und noch weniger. Das ist ja ganz toll. Ist wirklich so. Wenn ich überlege, für Olivia in der Größe, wo wir sie gekriegt haben, zweite Fresshaut für das Winzpopelchen, zahlst du in der Zoohandlung um die 30 Euro. Normaler Preis sind 6 bis 7 Euro. Was? Ja. Hä? Mhm. Ja, warum nicht? Der Händler muss ja auch was verdienen, ne? Ja, klar, ne? Was, Trichternetzspinne? Ist schon lange nicht mehr die giftigste, Gottes Willen. Da haben sie schon lange neue Arten gefunden. Ist zwar auch sehr giftig, aber weitaus gefährlicher wäre zum Beispiel die brasilianische Wanderspinne. Das ist Emily, Nadine. Ich muss doch was erzählen, ne? Ich hatte heute eine Wespe gestochen. Oh. Ja, wie das? Ja, keine. Ja, war im Socken. Im Socken? Ich habe Socken genommen. Ich habe die Socken genommen und dann nicht gesehen und da war mein Stich. Ja. Hallo Linus, grüß dich. Hallo Sascha, guten Abend. Und? Ist auch angeschwollen oder geht's? Es geht, es war nicht so extrem, aber die Wespe hat nicht überlebt. Hast dich gerecht. Wirklich. Lisa, was bezweckst du eigentlich mit deinen Fragen? Du fragst Sachen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dich irgendwie informieren willst. Du bist einfach nur sensationsgeil, habe ich so den Eindruck. Was ist denn die giftigste Spinne? Sag doch mal, darfst du mir ja gerne die lateinische Bezeichnung schreiben. Komm ich mir klar? Aus dem Goldfisch in der Tierhandlung. Hallo Günther, wunderschönen guten Abend und liebe Grüße ins heiße Ostfriesland. Liebe Grüße. Gell, die ist groß geworden. Ja, die ist wirklich auch gewachsen. Hallo Tobias, grüß dich.
Heute war das Wetter richtig super, war um circa 3 am das letzte Feld fräsen. Fräsen? Was macht's nach 4 Bahnen? Regen. Dann, nachdem es wieder trocken war, bin ich Begrünung einwalzen gefahren. Was macht's nach 3 Bahnen? Regen. Also warst du heute extremst produktiv. Hallo Nils, wunderschönen guten Abend. Na fast, also wir sind hier schon am Wegschmelzen. Das ist abartig, das hat immer nur genau 29,1 Grad da herin in der Bude und es kühlt nicht ab. Chris, alles klar, bis gleich. Ich glaube, ich falle heute nur tot vom Stuhl. Nein. Du hast keine Ahnung. Ja, aber Lisa, jetzt sag mal, was würde denn das bringen, wenn ich mir so eine richtig giftige, also wirklich gefährlich für Menschen, so eine Spinne kaufen würde? Stell dir mal vor, die kommt durch einen blöden Zufall aus. Ne? Die beißt ein Kind. Dann kannst du Kind tot. Ist es das wert? Oder die beißt einen von den Hunden. Hund tot. Ist es das wert? Was bringt das? Ist das... Damit ich cool bin, damit ich sagen kann, hey, ich habe illegale, total giftige Spinne in der Bude sitzen. Wow, super, ja, jetzt bist du total cool, ja. Ich seh da keinen Sinn drin. Zumal du kommst an die ganz giftigen sowieso nicht dran. Ja. A, haben wir dafür ein Haltungsverbot in Deutschland und B, ist zum Beispiel aus Australien die Ausfuhr von Spinnen strengstens untersagt. Das heißt, Import wäre sowieso illegal, du müsstest sie schmuggeln. Wenn sie dich erwischen, gnade dir Gott. Und wie gesagt, mir wäre das der Nervenkitzel nicht wert. Ganz ehrlich. Wozu? Sascha, das kann ich dir leider nicht genau sagen, da habe ich keine Infos drüber, aber ich würde mal tippen, die müsste... fünfte Fresshaut müsste sein. Oh, falsch. Matthias, guten Abend. Ich glaube nicht, dass nur sich die Merkel ins Terrarium setzt. Ach, die bellt doch bloß. Die könnte ja nicht mal beißen, wenn sie wollen würde. Oh, Fan-Turbo, böses Streitthema auch. Jetzt bin ich wieder falsch gefahren. Mit was isst du Wiener Schnitzel am liebsten? Mit Messer und Gabel. St. Johann, Schwäbische Alb, 27 Grad, drin wie draußen. Es ist schon mal 2 Grad weniger als hier. Du läufst auch weg, Nils. Ja, das glaube ich dir. Du, das ist auch Wahnsinn. Die Merkel wird vom Theo gestreichelt. Bah. Hier sehe ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht mehr, wo ich lang gefahren bin, gell? Sollen wir es riskieren? Wo ist alles hin? Karl-Heinz, du brauchst einfach entweder einen riesigen Kühlschrank oder große Gefriertruhe. Nein, besser keine große Gefriertruhe. Einen riesigen Kühlschrank, einen begehbaren oder so ein kleines Klimagerät. Manuel, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank fürs Like. 22 Grad. Ich will auch. So, und jetzt fahre ich einfach alles stumpf mit GPS. Dann werden wir schon alles erwischt haben. Was? Wo entsorgst du? Hä, dieser, wieso fragst du immer? Also erstens mal hast du dich schon gefragt, was ich mit toten Spinnen machen würde, wenn hier eine stirbt. Wieso fragst du immer so komische Sachen? Hast du irgendwie Todessehnsucht? Oder stehst du auf tote Viecher oder tote Menschen? Also ich weiß nicht.
Ja, logisch, Apollos Bauch nur mit dem Größten. Oh, grüß dich, guten Abend. Eine Kühlzelle. Huch, oh. Muss aufpassen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Frittiert, ich würde sie auch probieren, aber scheint nicht besonders lecker zu sein. Das ist wie mit allem anderen, auch mit Mehlwürmer, Heimchen und was weiß ich. Das Zeug schmeckt pur nach gar nichts. Das musst du totwürzen und dann kann ich ehrlich gesagt auch ein Stück Teig mit Gewürze essen. Das nimmt sich nichts, außer dass die Konsistenz anders ist. Nee, Lisa, das ist keine normale Frage und du hast es schon mal gefragt. Lisa, meiner Meinung nach reicht diese Frage rein in diese Richtung auch so langsam. Also mach weiter so und ich bin echt gewillt, dir gleich mal so ein Timeout zu verpassen. Ja, also ich würde auch sagen, so langsam solltest du es echt gut sein lassen. Ja, oder es schmeckt nach gar nichts oder alles nach Hühnchen. Das kann auch sein. Schmeckt ja immer alles nach Hühnchen. Alles, was exotisch ist. Also ich sehe das eigentlich auch nicht als normale Frage. Stell dir vor, du unterhältst dich mit einem, der sagt, hey, ich habe einen Hund. Du, sag mal, was machst du eigentlich mit dem Hund, wenn der tot ist? Schmeißt du den in Biomüll, verbudelst du den oder isst du den auf? Premium-Seide, würdest du brauchen? Hallo Marian, wunderschönen guten Abend. Ja, Karl-Heinz, ich weiß, und der Stromverbrauch ist halt leider Gottes ziemlich abartig von den Dingen. Hast du denn wenigstens einen großen Ventilator? Das tut ja auch schon gut. Zecke, das definitiv. Ach, Fan-Turbo eigentlich? Nein, ich habe schon Hunger. Doch. Frittierte Heuschrecke schmeckt nach Stroh. Hast du schon mal probiert? Tofu? Bei uns sagt man, nachdem alles abgedroschen ist, fängt der Halmwind an zu wehen. Dann wird es huschi und herbstlich. Also huschi, denke ich mal, ist kalt, ja, oder? Bebe. Ja, Timer, alles klar. Ja, wünsche dir eine schöne, flitzige Hunderunde. Aber dann nicht zu so schnell, gell? Du weißt, bei den Temperaturen soll man keinen Sport machen. Nein, soll man nicht. Hallo, Chaco. Wunderschönen guten Abend. Oh, das ist lieb von dir. Dankeschön. Da bilde ich mir jetzt was drauf ein. Chaco hat geschrieben, nur du machst es richtig gut mit dem Striegeln, wie gelernt. Das siehst du. Ja. Sag ich auch so. Was hast du denn jetzt so lange unentschuldigt? Das geht doch nicht. Ja. Der haut der einfach ab. Ja, war wichtig. Was? Und dann Nasenbluten gehabt. Oh. Ja. Hey, mach keinen Scheiß, gell? Jetzt nicht vorm Urlaub jetzt da irgendwie mit komischen Sachen anfangen. Ja, das ist die Hitze. Hallo Florian, guten Abend. Aber gleich gestopft gehabt. Ist ja so Tampons in Nasenlöcher reingeschoben? Nein. Klopapier. Das hilft aber. Lisa, guckst du meine Vlogs bitte? Ist alles schon beantwortet. Ich habe mal den Tipp ausprobiert, den ich bekommen habe. Pizza und Fertiggerichte raus aus der Gefriertruhe und mich reinsetzen. Jetzt habe ich Hausverbot im Netto. Müni, damit war, glaube ich, nicht der Supermarkt gemeint. Ich denke, die meinten deine eigene. Was? Nein. Wie nein?
Ja, wodurch dann das hin, was ich meiner Griffiertruhe ist, das kann ich ja nicht Aufessen. raus. Ja, klar. Jawohl, Sport ist Mord und noch mehr Sport ist Massenmord. Zeckenschab, wisst ihr schon das Neueste? Nein. Was haltet ihr eigentlich von den alten Eternitplatten, die Asbest enthalten? Seid ihr so der Meinung, ach, lasst drauf oder wollt ihr die unbedingt loswerden? Ja, das kommt halt immer, das ist immer Geldfrage, gell? Wenn du das Geld hast und es neu machen lassen kannst, weil die Entsorgung. Die Entsorgung zahlen, die ist auch zu billig. Ja. Lisa, habe ich alles Vlog, bitte Vlogs angucken. Dann muss ich das nicht alles doppelt und dreifach erzählen. Oder du googelst. Ich bin nicht dein Google-Bot. Snugeln, snugeln. Snugeln. Ja. Ich meine, wenn es jetzt nicht unbedingt sein müsste und das Ethernet-Dach ist nur gut, ich würde es lassen. Ja. Ja, Burger King hat einen Lieferservice, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, der fährt nur in der Stadt, wo der Burger King ist und die liefern gar nicht alles. Ja, gar weil wieder nicht fahren, das ist aber. Ja, ne? Ja, ich hab's bei uns am hier gesehen, die haben so ein schnuffeliges kleines Elektro-Gokomobil, was auch immer das darstellen soll. Das ist so eine winzig kleine Eierfeile. Die läuft wahrscheinlich mit so kleinen Knopfzellen. Ja, genau. Ja, so sieht's aus. Nils, alles klar, danke dir fürs Reinschauen. Jawohl, ab in den Kühlschrank. Schönen Abend noch. Ja, schönen Abend, bis gleich, ne? Nein, was? Ja. Nasenbluten oder abgestürzt? Ja, das Spiel ist abgestürzt, ja. Och Mann. Ich geh mal lieber raus, ich will nicht wissen, wo der Dresche ist schon hingefahren. Buddy disconnected from your channel. Na, den weiß ich leider noch nicht, sie rückt ja die Haut nicht raus. Also in die Richtung, wo sie sitzt, das ist ja ihre Höhle. Und da irgendwo ganz hinten Buddy in den Untiefen dieser Röhre, hallo, ja. WB, hat sie die Haut reingestopft. Und solange ich keine Haut habe, kann ich leider auch nicht gucken, ob es Männchen oder Weibchen ist. Ja, das geht dann schlecht, ja. Ich weiß nicht, wollen wir das Spiel wechseln oder soll ich nochmal versuchen? Jetzt probier nur einmal, wenn es wieder nicht hinhaut, dann mache ich schnell die Wiese fertig, es sind immer viel Bahnen und dann müssen wir das Spiel wechseln. Das ist, was ist denn das bei dir? Das ist ja Wahnsinn. Muss ich mal schauen, ob das mit dem Sinn aus ist bei mir, weil es eher. Muss ich mal spielen im Urlaub. Ja, oder wir probieren einfach eine andere Map. Hast du die Multi-Map noch da oder wie die heißt? Multi-Map. Ja, die hat man doch ausprobiert für ein Community. Ja, muss ich schon, die habe ich wahrscheinlich sicher noch da, ja. Vielleicht nee, darfst nicht selber runter, das musst als Sondermüll entsorgen lassen. Ja, das kann sich dann so wegwerfen. Wobei, selber runter machen darfst du es, aber du darfst es nicht irgendwo wegschmeißen, einfach ja, so. Entsorgung ist wichtig, weil wenn du das falsch entsorgst, dann zahlst du richtig Fettstrafe. Also ich würde es machen lassen, ganz ehrlich, weil da brauchst du ja einen Schutzanzug und Handschuh und eine Atemmaske, ja. Nee. Das Problem ist, der Staub, was aufsteigt, dann kommt der Asbestes frei, ne? Das muss ja, ja spezielle Säcke reingefüllt werden, dann ist ja alles, ne? Ethernet muss in einigen Städten getauscht werden, in Berlin zum Beispiel muss getauscht werden. Mein Großvater musste 62.000 Euro für die Entsorgung zahlen. Ach du Scheiße. Ja toll, jetzt bin ich hier einmal quer durchgefahren, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Fan-Turbo-Shift sehr, sehr mutig. Mutig? Ich würde es nicht machen. Was hat er gemacht? Er schreibt, bei uns in der Firma gibt es noch richtige Leute vom alten Schlag, der reißt sie runter ohne jeglichen Atemschutz. Alter, wenn du den gesehen hättest, mir wurde heiß und kalt. Nee, also mit dem Zeug ist nicht zu spaßen. Das ist hochgradig ja, krebserregend. Das sollte ich schon noch 1% fichten. Hundertprozentig, das kommt irgendwann. Also das wäre mir zu heiß. Ja, gell, Franz, beim Kevin ist. Und ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, ich. Das ist ja, das läuft ja überhaupt nicht mehr jetzt. Ich muss mal nachher mal testen, Singleplayer, ob das da auch so ist. Brutal. Wie komisch ist es, zeitweise geht es für ein paar Stunden und wenn es mal anfängt, dann ist es komplett vorbei. Ne? Dann geht, da hört es nicht mehr auf, ne? Und dann werden die Abstände immer kürzer. Bin ja gespannt, was jetzt passiert.
Bei uns liefert Subway, Burger King, mit Doof, Kotzlöffel und Nordsee. Jesus Gott. Ja, volle Palette. Ja, gut. Chaco fragt, wie kann man beim Fliegel DPW-Pack eine zweite Reihe für Paletten erhöhen? Ja, da musst du. Keine Ahnung. Dann das ist so mehr Änderungen nötig. Scheint es dann das nächste Mal mehr Nutzen zu finden mit Transform Groups. Hallo Gerd, wunderschönen guten Abend. Ja, Ben, ich bin immer noch da. Ja, freut mich, dass du reinschaust. Guten Abend. Weiß ja, Unkraut vergeht nicht. Hä? Mich ist Unkraut. Na, sag mir doch so. Ja, aber willst du dich selber als Unkraut bezeichnen? Nein, oder? Es gibt auch schöne. Ja, nein, ist schon klar, ja. Eigentlich gibt es überhaupt keine Unkräuter. Das ist ein Unwort. Aha. Anderer Satz, die Rosen bei uns im Garten kommen wir auch immer wieder. Was kommt im Garten immer wieder? Die Rosen. Das ist doch kein Unkraut. Hallo der Farmer, guten Abend. Heute grüß dich. Ist halt Grünzeug, ne? Da kann ich sowieso nichts mehr anfangen. Sehr gute Einstellung. Einmal schief angeguckt, dann schon fallende Blätter ab und so. Zecke siehst hier auch. Ein Pizzadienst, aber leckere Schlecksachen, muss man sagen. Wirklich gutes Zeug. Was für Sachen? Leckere Schlecksachen. Aha, okay, ja, verstehe. Nam-Nam. Lecker Nam-Nam. Ja, ich verstehe schon. Also Ham-Ham, gut. Ja. Ich habe nur Schlecksachen verstanden. Ja, leckere Schlecksachen. Ja, ich verstehe schon. Unser täglich Unkraut gib uns heute nur. Also ich muss sagen, gell, ich habe es ja im Vlog schon gesagt, ich habe gar keinen so schwarzen Daumen, wie ich immer angenommen habe. Den hast du ja auch nicht. Also dein Daumen war im Vlog nicht schwarz, also. Ja, weiß, war schlecht, aber egal. Ja, der war schon ziemlich unterirdisch. Jetzt habe ich gedacht, ich muss den ein bisschen sacken lassen, bis der wirkt, aber nein. Was? Nein, irgendwie nein. Was nein? Wie nein? Nein. Was nein? Nein, einfach nein. Du sprichst das Wort ja schon so falsch aus. Old Micha schreibt, at Ifco, Frage, dein Transporter-Pack, 3 Achser mit Curseplay, beladen am Startpunkt, ja, der Trigger Silo, ist... Ja, ich weiß schon das Problem, was er meint. Ja, es geht um Silo nicht, der fährt zu weit vor, ne? Der Trigger ist am Anhänger zu weit hinten, lädt dann nicht den Anhänger voll. Ich keine Ahnung, an was das liegt. Das hatte die alte Version auch schon, das Problem. Das haben wir komischerweise nur die LKWs, weil ich gehört habe, die Anhänger nicht. Und auf LKW und Anhänger ist die exakt gleiche Mulde. Also ich habe die Mulde vom LKW exportiert und in den Anhänger eingefügt. Also ich weiß, kleiner Apfel. Wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hattest du nicht mal was anderes rechts für die Kommentare? Meinst du der eingeblendete Chat im Stream? Ja, das musste ich wieder neu machen, weil das blöde Restream-Dings da wieder ein Update gemacht hat und dann hat es mir alles zurückgesetzt. Hab da mal eine Frage. Ist auf der Hof Bergmann auch das Hose-System eingebaut? Yep. Ist es. Das Schlauchsystem, das wir mal getestet haben, weiß nicht, wie wir abgehoben sind. Das war großartig. Ja. Ich habe es mir letztens erst wieder angeguckt. Ja, ich auch. Wunderschön. Wunderschön. Wenn du den Schlauch ausgezogen hast, eieiei. Ja, vor allem, wie wir abgehoben sind damit. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Wiesen sind gestriegelt. Jawohl. Gestriegelt, geschniegelt und gebügelt. Aha. Wir können... Kannst du gleich von meinen Hemden weitermachen, was? 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 Du hast Hemden? Ja. Wofür? Du musst auch gebügelt werden. Ich schicke sie dann vorbei, ne? Ja. Nur zu. Wir kommen sie wahrscheinlich nie wieder zurück, oder... durchgebrannt, Bügeleisen drauf steht. Nein, ich bügel die dir ganz ordentlich. Ach, ja. Mhm. Ich falze dir auch schön auf Kante und so, aber du kriegst natürlich erst die Rechnung, gell? Also nur Vorauskasse. Ja, ich zahle auch so dann, ne? Das ja. Nö, nur Monet. Ohne ja. Monet nix ja. Hemden zurück. Nix Hemden. Nix, dann ziehst du die Co-Moderatoren an. Ja, das würde ich mal gern sehen. Das ist mir sogar wert. Hallo Justin, grüß dich.
Timo schreibt, Frage, Fehlermeldung, kein Platz. Oh, bei Milchpaletten bei den Ziegen. Erste Frage, Seasonsport drauf. Ja. Map-Boden durchgebrannt wegen Bügeleisen. Oh, Zecke, wie mies. Oh, der hat schon manchmal einen grausamen Humor, wirklich. Oh Gott, ich hab Angst. Snow sammelt Brennhaare von Emily und strickt Ivko eine Mütze draus. Oh. Dankeschön, dankeschön. Oh, 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 oh. Aber die Mütze ist mit Liebe gestrickt, also das passt schon. Warum weißt du das jetzt? Was? Dass die Mütze mit Liebe gestrickt wurde. Davon gehe ich halt einfach mal aus. Also ich hätte jetzt gesagt mit Stricknadeln, aber hey. Aber ja, gut, das ist ja lustig, ja. Hallo Rolf, guten Abend. Mies, auf die Idee muss erst mal kommen. Hey, ja. Moment, Geschäftsidee. Ja, alles klar. Geschäftsidee. Wir lassen das mit unseren 1A Premium Qualitäts Unterwasser mundgeklöppelten Schamhaarmützen und machen jetzt 1A Premium Qualitäts Unterwasser mundgeklöppelten Brennhaarmützen draus. Hä? Warum nicht beides? Beides? Ja, weil ich für die anderen Sachen einfach keine Rohstoffe zusammenkriege. Also, ja, gut, das ist natürlich, ja, okay. Okay. Hallo Florian, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass du reinschaust. Ach, Franz, zusammenbasteln könnte man das mit Handschuhen. Ja, und ja. Mundschutz. Sehr zu empfehlen. Ja, bei Übergabe hat man auch Handschuhe an und dann würde ich mich fragen, warum hast du Handschuhe an? Ja, ne, ich wollte sie nicht schmutzig machen, ne, das ist, ja, ne. Kannst dir ins Hemd einbügeln, oh. Oder gleich einnähen, so was jetzt am Rücken. Guck mal, Andi. Oder am Kragen. Andi, typisch, nicht Mützen, Unterwäsche. Ja, danke, Andi, du bist jetzt sehr nett. Die bekommt dann Andi. Ja, so eine Unterhose aus Brennhaar, oh, da rufst du aber alle Heiligen an. Da rufst du alle an, die dir einfallen und helfen tut's nicht. Nö, Sascha ist keine doofe Frage. Der Sascha fragt, ob es den Donut-Mod, dieses Factory-Pack, glaube ich, hieß das, für die Konsole gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das läuft mit dem Fabrikskript. Ja, das gibt es nicht für die Konsole. Nein, also das kann es leider nicht geben für die Konsole. Ja. Dazu müsst ihr es auch auf ModHub zum Download stellen, weil wenn es nicht auf ModHub zum Download steht, dann gibt es nicht für die Konsolen. Also dann besteht gar nicht die Möglichkeit. Dann ist alles hier unten rum, dann ist aber sowas von alles hier und alles spät. Ja, ich will nicht daran denken, nein. Boah, stell dir mal vor, du kriegst die Haare mit nichts wieder raus. Du müsstest dir alles mit möglichst starkem Klebeband abziehen. Das wird dir gefallen, ne? Das wirst wieder du machen, ne? Das, ja. Human, ganz human. Ja, ich hilf dir. Das silbrige, weißt du, das ja. Panzertape. Ja, klar, ja. Ja, oder ganz schnell abziehen, da tut's ja nicht so weh. Also, fatz! Das testen wir zuerst bei dir aus und dann reden wir weiter. Mir macht das nichts aus. Ja, das sehen wir dann. Kaltwachsstreifen, sage ich da nur. Das härtet ab. Ja. Genau, Brasil-Waxing. Brazilian-Waxing, jawohl. Ja, Sascha, kein Problem, gerne. So, was machen wir denn jetzt? Also Bergmann, weißt du was, guck mal, ob du die andere Map noch hast. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich bin 15 ist gleich fertig gedroschen. Achso, das fertig. Läuft ja gerade noch bei dir. Was läuft denn das jetzt wieder bei dir? Ja, frag mich nicht. Ich sicher, dass da. Nee, das wird ja nicht heiß mir. Es ist mir sauer abkackt, wo es kalt war noch. Nee. Wie gesagt, der Ventilator bläst auf dem PC, also also, vorne auf PC rauf. Oh, Jason! Nee, dann wär's. Mir ist doch auch dauernd abgekackt, da hat man hier 17 Grad. Ja, und wenn der PC zu Hause heiß ist, dann stimmt der ganze PC ab. Eben, ne? Das TS läuft ja. Nee, und wir würden dich im TS auch nicht mehr hören, weil der Ton auch einfriert. Jason hat geschrieben, das Problem ist dabei nur, wenn das dicke Haar in der Mitte dranhängen bleibt. Ja, da zieht man trotzdem dran, es wird schon nicht abreißen.
Franz, ich bin erschüttert. Unser friedlicher Franz, da schreibt er, da spannt man das Wegsinkband ans Auto und reißt es mit 100 km/h runter. Aha. Ja, dann reißt es aber alles mit. Ach, guck, sie krabbelt. Tatsächlich, da sitzt sie in ihrer vollen Pracht und Größe. Mein Setter, wenn ich früher dran gedacht hätte, dann hätte ich gewartet mit dem Füttern. Ja, mein Gott, na, ist ja jetzt ja, ne? Aber jetzt ist sie wirklich fett, also jetzt kann ich ja nichts geben. Papa hat sich bewegt. Aber macht ihr das auch, dass ich dann. Ich mach das immer, wenn ich vor den Terrarien sitze oder stehe. Ich klotze dann immer die ganze Zeit drauf, dann denke ich mir immer, jetzt krabbelt sie bestimmt gleich. Los, ja. Krabbel! Krabbel, jetzt, krabbel endlich! Zu. Los, beweg dich. Also sie macht ja eh nichts. Oh, sie krabbelt! Kaltwachsstreifen, die Mutprobe bei uns in der Feuerwehr. Ach was! Habt euch doch nicht so. Ach danke, ja, ich habe meine Hashtag Moments, aber sonst bin ich eh friedlich. Ja, Franz, ich muss aber mal anmerken, gell, du schreibst in letzter Zeit schon ziemlich viel Pfui-Pfui-Sachen. Ja, also ich weiß ja auch, nicht, also, woher du immer diesen Schweindelkram hast. Keine Ahnung, das frage ich mich auch. Also das ist. Da geht das Haut, die Wurzel samt Haut weg. Was? Naja, wenn du das ans Auto machst und das Ding mit 100 km/h abreißt. Ja, da passiert nichts. Hallo Markus, guten Abend. Fahren wir mal eine Ruhe aus. Was heißt denn hier? Jetzt hat er geschrieben, weil hier auch immer mehr von diesem Pfui-Pfui-Zeugs rumschwirrt. Du wirst doch jetzt sagen wollen, das ist unsere Schuld. Ja, genau. Es passiert auf uns, ne? Auf keinen Fall. Also mit wem auch immer du dich abgibst, der dir solche Sachen beibringt, kein Umgang für dich. Nein. Franz bestimmt gleich die Abo, die Follow. Natürlich, klar. Will Franz auf Facebook anschreiben, dieser Nutzer ignoriert dich. Franz ist der Schlimmste hier. Hat Ivko nicht ein Skript für Saukram geschrieben? Was? Was? Für Saukram? Du hast ein Skript für Saukram geschrieben? Nein, habe ich nicht. Nein. Hä, hey, was denn für funny Fails? Hab ich doch schon, Holzi. Ja, ist sie da. Sie hu, freu. So, Playlist haben wir doch schon. Bis gleich. Bis gleich. Wahnsinn. Wie stehst du eigentlich zu entharten Armen oder Beinen bei Männern? Ist ekelhaft. Finde ich irgendwie eklig. Muss jetzt sein. Ja, da weiß man im Liebesspiel nicht, ob die Matratze quietscht oder die Haut quietscht. Allerdings, ja. WB. Wie hieß die Map jetzt? Multimap 2018. Habt ihr hier noch auf dem Desktop rumfliegen? Hat den FS17 da vorne, oder? Warte. Doch, FS17. FS17 Multimap? Ja. Ich hab die noch habe. Achso, ob du das beim Franz einbaut hast. Dein Saukram-Skript. Holzi, hab ich. Pleiten, Pech und Pannen, glaube ich, heißt die Playlist. Markus, ganz gut soweit. Ja. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn? Ich hab die Map im Ordner fürs Community-Projekt. Ja, also. Dann mache ich jetzt hier, ich dresch schnell fertig. Und dann gucken wir mal, ob es da auch so ist. Können wir gleich testen. Mit dem Mods vom Community-Projekt. Oh Gott, was hast du denn dafür welche reingemacht? Weil ich habe jetzt, glaube ich, bloß noch die Nacker, die Map. Ja, willst du denn die Map alleine oder die Mods, die wir jetzt haben? Ich würde sagen, die Map alleine ist ja bloß zum Testen, oder? Oder warte mal, ich gucke mal, ob ich den Ordner noch habe. Kann sein. Moment. Ah doch, ich habe den. Pass auf. Und da drin sind 40 Dateien. Ja, mit dem. Ja, gut, ja. Ja. Passt das? Das passt, ja. Okay. Das sollte passen. Ruckzuck, wunderschöne guten Abend. Mit 40, ne? Nee, ohne. Ja, gut, der GPS-Config ist auch noch drin. Ja, okay. Ja, dann passt's. Hallo Marcel, guten Abend.
Ja, läuft gerade nicht so besonders spieletechnisch, aber ansonsten alles gut. Wie ist denn bei dir? Es ist natürlich. Ja, Männer, die behaart sind wie die Bisa am Rad, ist auch nicht schön. Naja, sie müsste ich jetzt auch nicht so gorillamäßig haben, wo so hinten aus dem Hemdkragen der Pelz rausquillt. Nicht? Ja, da muss ich mich rasieren. Aber gut, ganz ehrlich, komme ich eher damit klar als so ganz kahl rasiert, die wo so glitschig all glatt sind. Was? Naja, weil, Fan Turbo hat gefragt, wie stehst du eigentlich zu enthaarten Armen oder Beinen bei Männern? Also ich habe gesagt, ich finde es eklig. Ja. 6 Beine, das sie verzählt hat, 8. Also sollten 8 sein. Zähl mal nach. Warte, ich zähl mal. Nicht erschreckt. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Mein Gott, die anderen 2 sehe ich nicht. Aber sie sind da, kann ich dir versichern. Ich habe nach der Häutung habe ich akribisch nachgezählt, dass auch alles da war. Ja, und war alles da? Ja, war alles da. Und Geschlecht passt auch? Kann ich ja nicht sagen, sie gibt mir ja Haut nicht. Ach so. Ja, sehr schön, dass das Fett gedroschen. Was schreibt der Markus? Mein Finger, ja. Um Gottes Willen. Was? Gib mir so Haut. Ja, man hat meinen Finger gesehen. Ah, ja. Ich hab auf YouTube und zurückgespult. Mein Finger. Behaart. Oh, Jason. Behaart, die Männer haben den Vorteil, sie ziehen das Shirt aus und haben immer noch einen Pulli an. Oh Gott. Oh je, was schreibt Markus? Die Wärme zerstört mich zwar, weil wenn man bei 38 Grad auf dem alten Schlepper ohne Klima sitzen muss. Oh. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja, am besten so komplett rasiert die Männer mit einer Hühnerbrust, aber einen dicken Vollbart im Gesicht. Like a Holzfäller. Aha. Wurstfinger, habe ich gesagt. Weiß ich, wie er immer auf Handmodel kommt. Natürlich, hallo. Ja, Jan Kramer sehe ich auch so. Also man kann es wirklich, wirklich übertreiben mit der Rasiererei. Den Finger. Das sieht gut aus, Katrin. Mein Finger? Ja, ich habe gerade auf YouTube geschaut und zugespult, ne? Ach so, aber wenn du gerade auf YouTube bist, warte. Gutzi. Oh, der Bebefest. Kili. Mein Gott, was sieht das albern aus? Ich mach's mal. Was? Kili. Gut, sie findet's irgendwie nicht lustig. Ja, Emily, dann lach halt nicht. Fahrtwind kühlt. Nein, heute gab's so keine Bekeksung. Ist dann jetzt gerade drin? Was? Ja. Lass mich! Ein Finger, Gitzi. Apropos Bekeksung, da muss ich ja gestern Abend alle Tricks anwenden, dass du den beiden noch einen Keks gegeben hast. Aber sie haben mehr als einen gekriegt. Ja. Oh, der Bebefels. Gucci. Hm. Ja, ich höre schon auf. Ja, wo ist sie denn? Ey, du denkst, was willst du von mir? Alter, hau ab, du bist so peinlich. Ja. Lass mich. Ich kenn dich nicht. Lass mich oder ich zieh aus. Jetzt hält sie kleines Schildchen in die Kamera. Help! Ja, das ist ja cool. Wie das Ding immer reinkommt. Genau wie deine Juno-Übertragung deine Augenbrauen fast nicht abgebildet hat. Man sieht die auch ganz schlecht, weil die so extrem hellblond sind. Das sieht wirklich aus, als hätte ich keine. Für mich war es schon arg, als mein Arm fürs Tattoo rasiert wurde. Also Jason weiß. Was? Ach, ekelhaft. Geld ist putzig. Ich finde sie ja auch süß. Hallo Melmodin, guten Abend. So fängt's an. Du meinst mit der Bebefest?
Oh, der Bäppe fällt. Kutsch, 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 kutsch. Was? Ja, nix. Nur verwirrt. Oder sie hält mir jetzt gleich ein Schild hoch, wo ein Mittelfinger drauf ist. Ich bin wieder im Baby-Modus, ja. Youngtimer, das ist die russische Klimaanlage mit dem Fenster auf. Nein, die Bekeksung für die Spinne, für die Co-Moderatoren. Also. So, jetzt Moment. Multimap auch rein, dann. Genau. Ei, ei, ei. Oh, ei, ei, ei. So fängt's an. Was fängt so an? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe da keinen Spielstand mehr. Nein, müssen wir neu anfangen. Oh nein. Mein Gott. Der Farmer ist ganz einfach. Das Ding ganze Teil einmal entpacken und alle dann in erscheinenden Zip-Dateien in den Mod-Ordner schieben, alle aktivieren im Spiel und Spaß haben. Das soll einfach sein. Nicht? Ich weiß ja nicht. Von was sieht man wieder Spiegelung? Ja, von dir hat man gerade so ein bisschen im Spiegel gesehen. Wo denn? Ja, ist doch schön. Hallo? Überhaupt nicht. Ja, nur die Hand, also das. Kann das sein, dass du jetzt auf der falschen Map bist, Katrin? Ja, aber da stand doch Multimap. Ja, jetzt steht aber Südharz-Map. Das ist die, hä? Was? Warte, ich werde es gleich merken, ob ja, das ist die falsche. Das ist die falsche. Warte, aber das trotzdem. Ich habe auch Multimap 2018, ne? Oder wie? Ja, aber wieso Südharz? Ja, warte mal. Was ist ich habe die. Oh, da sind zwei Maps im Ordner. Ich habe die falsche ausgewählt. Aber joinen kann ich, hä? Also abbrechen. Ich kann joinen, Katrin, ne? Hä? Karl-Heinz, alles klar. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es um einiges kühler wird bei euch. Denk dran, halt dich im Schatten auf. Liebe Zuschauer, das ist jetzt der Fall, den man nicht machen sollte. Mehrere Maps in einem Mod-Ordner, dann passiert genau dieses. Ja, schönen Abend noch. Ich hoffe, du kannst schlafen. Sag liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ich hab dich auch noch drin. Haha. So, wollte ich euch jetzt nur demonstrieren, wie man es nicht macht. Ja, natürlich, das ist ein sehr. Ja, dann habe ich die. Also jetzt Moment. Mods, das heißt die Südharz kann. Hä? Die heißt doch gar nicht Südharz. Wie heißt sie denn? Doch, FS17 Südharz Map. Hä? SUED Harz Map. Ach, UE. Natürlich. Da ist sie. Ü darf nicht. Wieso nicht? Dann haben wir 39 Mods im Ordner, ne? Also ohne Config. Mit Config 40. Elemente. Lobby, ja, alles klar? Ja. Was? Zudem hat die Spinne von dir ein Foto gemacht und wir das hochhalten, wenn du nicht guckst. Ah. Gott. Soll sie sich mal ja nicht wagen. Ich habe der Spinne ein Fotoapparat geschenkt, ja, siehst du, wollte ich dir noch sagen. Ich sitze am längeren Hebel, gell, da gibt's nichts mehr zu fressen. Momentan hat sie noch genug, aber... So, Moment, muss ganz kurz was gucken. Ja, User blocken, ich Konato, ja, das musst du noch einstellen, ja. Jetzt müsste eigentlich gehen, jetzt habe ich die Map rausgeschmissen, jetzt haben wir bloß noch eine drin. Wie wenig, sehr überschaubar, meine Maps. Ja, Wahnsinn. Die meine eigentlich auch. Gut, ich spiele auch. Ah, da ist sie. Das ist jetzt so also, richtig, Big Bad kommt raus, Youngtimer kommt raus, Platinum kommt raus, der Rest bleibt drin. Das alles drin lassen können, ne? Ich hab das alles. Ist Youngtimer auch? Nein. Gut, Youngtimer hab ich nicht. Oder hab ich. Warte mal, warte kurz. Wo sehe ich denn das jetzt wieder? Jürgen, auch dir einen Snoot, hast du schon guten Abend und liebe Grüße nach Würzburg. Liebe Grüße. Fan Turbo! Naja, freut mich, dass du dieselbe Meinung zu entharten Beinen und Armen teilst. Dann bin ich noch stolzer auf meine Arm- und Beinbehaarung, wenn das dir nur so gefällt. Ja, ich finde das männlich. Ja. Okay, Youngtimer hätte ich nicht gehabt, alles klar, okay.
Wie viele Stunden hast du in FS17? Oh Gott, wo kommt man das nochmal gucken? Irgendwo gab es Statistik, gell? Hey, wo ist mein Spiel hin? Hä? Hier wird gelaufen. Wieso bin... Was? Er hat das komplette Spiel zugemacht. Hä? Komplett, das war weg. Hä? Ja, also normal. Das kann nicht mal so passieren, ne? Bitbad raus, Kuhn, nee, Kuhn rein, Youngtimer raus, Platinum raus. So, nochmal. Das brauchen wir. Jetzt hat das Spiel komplett geschlossen, gell? Ohne Vorwarnung. Nicht unten im Desktop abgelegt, das war komplett zu. Aha. Das ist natürlich. Ja. Also, ich habe nicht so viele Stunden im LS17. Wie wird die Blätter? Jetzt ist wieder zu. Was? Wie dann, Hä? Dann, ja, spinne ich jetzt. Fast so aus, als ob irgendwie zu viele Haufen registriert und dann machst du das Spiel ja automatisch zu, ne? Dann kackt sie komplett ab. Jetzt, Moment, steht dann irgendwas aber in der Log? Ja, schau mal, keine Ahnung. Was ist denn das jetzt? Hä? Habt ihr das jetzt gesehen? Immer wenn bei euch schwarzer Bildschirm ist, ist bei mir das ganze Spiel auf einmal weg. Ja, aber warum das? Und das instant. Multimap, wie viele neue Früchte hat die denn? Nö, es kackt ab beim GPS-Mod. Ja, nee, das, Nein, ey, was heißt es kackt ab? Es ist das Letzte, was es lädt und dann ist es weg. Ja, gerade was bei den Mods. Ja, noch eine Sekunde laden ist bei mir das ganze Spiel zu. Hm. Wir haben doch das mit den Mods schon gespielt. Ja, es ist auch kein Mod drin, der... Du kommst hier nicht rein. Ja, genau so. Hä? Warte. Ja gut, die registriert gleich einige Früchte. Ach, Holzi. Holzi, was? Hä? Ich das? Oh, Moselbrücke schreibt gerade, schmeißt die Map weg. War bei mir auch. Ist auch, wenn du alle Mods weglässt. Ja, dann zu viele Früchte. Ja, pass auf, dann nehme ich jetzt einfach mal das Thresher Pack raus. Ah ja, daran kann es liegen. Weil das ja, aber wir haben doch die Map schon... Moment, haben wir die mit Standardsachen? Ja, ich weiß nicht, ob da Mods dabei waren. Ich glaube fast nicht. Wir hatten sie doch schon angespielt. Mit Mods? Mit unseren Mods? Das weiß ich eben nicht. Nimm nur das Trashback raus und dann test es nochmal. Das weiß ich nicht. Das ist nämlich die einzige Mod, die noch im Fulltime mit Haufen gewisst wird. Okay, Class Lexion Stage ist raus. Eigentlich müsste es jetzt gehen. Wenn es jetzt wieder nicht geht, dann fliegt sie endgültig raus. Ja, aber es ist ja schon mal gelaufen, also muss es jetzt gehen. Da nehme ich den Schiff. Aber Moselbrücke, das kann ja gar nicht. Moselbrücke schreibt, das war bei ihm auch komplett ohne Mods. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich weiß aber, dass mir wegen der Map, weil ich gesagt habe, mir hat sie gut gefallen, viele haben mir geschrieben, dass sie nicht sauber läuft, scheinbar im Multiplayer. Aber weiß halt auch immer nicht, gell? Das kann ja an. Ich weiß ja immer nicht, wie die Mod-Ordner von den Leuten aussehen. Eben. Das ist immer das Problem. Nee, jetzt geht's, guck. Das lag an die Haufen. So viele Haufen, weil wenn so viele Haufen im Spiel registriert sind, stützt beim Starten automatisch ab. Ohne Log-Eintrag und nichts. Das war ständig zu. Ich weiß, die Jungs aus meinem Clan spielen die auf dem Server sogar. Weiß aber auch nicht, ob die läuft, gell? Hallo Onkel Christian, wunderschönen guten Abend. Die läuft ja absolut sauber. Läuft gut? Ja. Also Mario schreibt, hatte die vorhin drin, vorher drin 1A. Nee, jetzt ist Lock ist gut. Okay, dann lag es wirklich an die Haufen. Ja, jetzt für die Haufen, genau. Och, Holzi. Holzi. Doch, die haben schon mal gespielt, jetzt wo ich die Ladebildschirme sehe, ähnlich fühle, ja. Stimmt, da hat man ja zu wenig Platz im Lager, gell? Ja, da haben wir uns doch dann Zusatz, Die haben hier sogar im Community schon gespielt, mit, ne? Nein. Haben wir noch nicht? Oder doch? Doch, haben wir. Doch, einmal haben wir sie gespielt, genau. Navi, ja.
Doch, einmal haben wir sie gespielt. Ja, da hatten wir doch zu wenig Platz im Lager, wo ich gesagt habe, Mensch, für Multiplayer, wie viel kann man einlagern? 250.000 oder was? Ja, das ist viel zu wenig. Ja, das ist nix. Eben, Nadine und der Tobias spielen sie ja auch ohne Probleme. Ja, die haben wieder auch mitgespielt. Ja, Onkel Christian, freut mich, dass du dich wieder hier am Chat beteiligst. Das ist schön. Ja, dann, na wie gesagt, das ist jetzt einfach mal ein Test zum Gucken, ob es beim Kevin hier auch abkackt. Hm. Jetzt gehen wir einfach mal hin und hauen mal wieder der ganze Startfuhrpark raus. Was? Ja, ich will ja schon mit hübschen Sachen testen. Jetzt, wo wir schon die Mods drauf haben, oh, einen Waldreiter hätte ich behalten können. Egal, fliegt trotzdem raus. Ja, nochmal neu kaufen, kauf, ne? Eben. Ich wollte gerade sagen, kauf mir neuen schön. Ja, in schön. Ja, vor allem in schön. Jetzt habe ich die Drescher verkauft, ich Idiot. Jetzt haben wir ja die Glas gar nicht mehr. Mann. Ah ja. Ja, das Community-Projekt hatte dann das Glas-Projekt nicht. Das Glas tut nicht drauf, ne? Oder? Doch, hatten wir drauf. Aber Moment, die Drescher, die gibt's doch auch ohne Grassamen, oder nicht? Ja. Ja, schon, aber ich habe ja jetzt die Drescher, die ich damals auch beim Community-Projekt hatte. Ich habe die ja seitdem nicht ausgetauscht. Ich habe einen extra Roller dafür, ne? Ist eine meiner Vogelspinnen, Onkel Christian, ja. Das ist Emily. I don't get it. Hä? Das war die Spinne, sie hat einen Faden am Stecker und jedes Mal, wenn du starten wolltest, hat sie gezogen. Mensch, ruckzuck, was unterstellst du da diesem lieben kleinen Spinnchen? Guck, die sitzt doch da, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Das Transportbild ist auch noch so alt. Uiuiui. Oh Gott, ja, da habe ich nichts mehr gemacht an den Mods. Ich auch nicht, das ist doch gut, also, mir ist egal. Wieso ist das links Oberhotel Bergsee? Wieso ist da so ein schwarzer Knödel? Ja, können wir mal hinschauen, was da ist. Das ist zensiert, wahrscheinlich das FKK-Strand oder was. das ist ein großer See, ein kleiner Strand. Hier ist Campingplatz gerade drin, da wird gegrillt. Emily soll dir vom Onkel Christian Hallo sagen. Hallo. Ja, gut, Onkel Christian, magst du bei Emily auch Bauchkili-Kili machen? Gebe ich auch gern weiter. Oh, Grillen, awesome. Ja, Grillen, es ist brennt ein Lagerfeuer. Es sitzt hier niemand und... Ich hätte gerne eine Bratwurstsemmel. Ja, warte. Nein. Nein. Ja. Einfach... Nein. Was denn? Ich bin hier ein weiblicher Charakter, ne, also... Da geht's zum Köpfler. Hui! Ich kann nicht schwimmen, Katrin. Das ist schlecht. Ja. Gerade ja. Das macht die Spinne so unberechenbar. Ach so, du meinst, die wiegt mich jetzt nur in Sicherheit, um mir da dann hinterrücks quasi eine reinzubürgen. Was? Nein. Ich gucke, kannst du schwimmen? Zwar wie eine Bleiente, aber du schwimmst. Ja, eigentlich ja. Ja, wenigstens kann man hier in den See ran, nicht so wie bei der Hofbergmann. Ein Boot. Motorboot. Ein Bus, ob man den fahren kann? Ich glaube ja nicht, ne? Emily, ich soll dir von Markus auch Hallo sagen. Du wirst doch jetzt wohl der Emily Bauchkille-Kille geben wollen. Hier in der Türkei. Das schreibt er, ich weiß nicht. Da drin? Wo sind denn die hier in der Türkei? Wieso? Ist das ein türkischer Reich? Vielleicht sind es türkische Touristen? In Ungarn sind wir Ungarn. Oh, ist ja gar nicht so weit von dir. Ja, ungarische Kennzeichen, glaube ich halt, ne? Sicher. Er kann nicht weit schwimmen, aber dafür tief. Naja. So. Das ist Ungarn, Hungary. Die Hinterlist der Spinne. Wenn du die Spinne zu sehr ärgerst, fährt sie aus der Haut. Wow, durch die Post kann man durchschauen. Sau geil. Willkommen zurück, Nobby. Ja, der Touristenbomber ist aus Ungarn. Ja, da kann man sogar durchschauen, das ist geil. Wo naht Botlo? Jarad. Ja, zicke so, ja. So ungefähr. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Also. Ich glaube eher, das ist das Reiseziel, aber egal. Was? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Ach Gott, das war ja das mit den 1000 Fruchtsorten. Ja, deswegen, ja.
Kennt sich noch aus? Nee, ich nicht. Also. Was ist denn auf der 24? Eine Frucht. Ist das irgendwas? Was ist denn meine Karte? Hier. Ich hätte dann schon wieder in die falsche Richtung. Das ist doch... Ja, ist das verfault? Franco Basta, guten Abend. Ich habe euch doch extra im Hashtag im Streamtitel vorgewarnt. Was ist denn das für Frucht? Wieso sieht denn das so komisch aus? 24. Ist es Roggen? Gerste, nee. Angeblich. Gerste? Angeblich Gerste. Wenn ich Gerste ausblende, ist das, ja. Ist es kaputt? So, ja, ist es aber laut Übersicht nicht. Dann ist aber vielleicht da anders. Oder ist es bei mir noch nicht aktualisiert? Das kann auch sein. Das ist bei mir noch dauert. Also bei mir sieht es nicht kaputt aus. Ja, aber dann wäre es ja braun. Nein, Mann, das Emily hat ja schon gestrippt und Olivia hat vor 2 Tagen gestrippt. Was? Keine Ahnung. Was ist denn jetzt los, hä? Egal, wir probieren, es geht jetzt einfach bloß mal darum zum Gucker, ob es... Ja, auch so schlau, ich war bei Feld 32, ja, okay. Toll. Da ist nichts drauf. Nein. Ich komm. Kaufe ich halt wieder den großen. Ja, ja, ja. Ja, siehst du, jetzt hast du ja Zeit, dich zu erholen. Ja. Die PC. Ich bin super zufrieden damit. Kein Grund zur Klage. Mir tut die Finger nicht weh damit. Nö, die läuft einmal frei. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Das war ein Vorschlag von dir, gell? Hattest du die mir nicht vorgeschlagen? Dann brauchen wir noch für dich was zum Abfahren. Ja, ich freue mich. Ja, der Hügelmann reicht da aber. Was? Was? Danke, was? Dennis. Danke, Dennis. Du bist ein ganz guter. Du bist ein ganz guter. Das weiß ich. Ja, deswegen haben wir dich ja auch. Genau. Das ist sarkastisch gemeint war, ne? Der hat jetzt Urlaub und hat jetzt Zeit. Da reicht der Hügelmann. So. Da. Ja, da müssten wir ja unser Uralt-Map spielen. Uralt-Map? Na, unser Molokobo. Ja, hier siehst du, die hätten wir auch spielen können eigentlich. Ja, können wir ja nur, wenn es uns hier langweilig wird. Der Abend ist nur jung. Ja. So, dein LKW steht bereit. Dankeschön. Oh, diese Farbkombination, ja, ist ein Traum. Oh. Ja, achso, da haben wir jetzt nicht die Farbeweiterung drauf, ne? Ah ja, nee. Okay. Man sieht's. Das, oh, ja, Emily geht's gut, die ist Gott sei Dank wieder wohl genährt. Die war ja sehr dünn nach der Häutung, aber ich muss sagen, die ist echt ein hungriger Hugo. Also die frisst sehr gierig. Gang. Was, wenn ich mit der Maus drauf gehe, hört's bei IFCO 1 auf und nur... Was, wo in der Worte war es auch? Rokobasta, den verstehe ich jetzt nicht. Anhänger mit Zwillingsbereifen, aha. Franz WB, falls ich es nicht gesagt habe. Ich habe schon wieder keinen Sound im Multiplayer. Moment. Bebe. Das ist aber schlecht, dann hörst du meine Hupe ja nicht. Ah! Wo müssen wir überhaupt hin? Wo ist denn das Feld? Feld 4. Ach, das ist ja hier schon. Ja. Toll. Hast du noch eine neue Tastatur geholt? Ne, also die Maus ist echt super. Das war ein toller Tipp von dir. Bin absolut zufrieden damit. Ich würde auch gar keine andere haben wollen. Ich auch nicht. Was? Steht der Vogelkäfig am Fenster zur Straße, klingt als pfeift der Hahn den Frauen auf der Straße hinterher. Ne, das Hinterherpfeifen macht er nicht. Was er macht, ist... der Sound von den Steelers. Was ist das? Baseball oder Football Team? Das di-di-di-di-di. Also das macht er? Das macht er, ja. Na cool. Meine Großeltern hatten meinen Graupapagei, der war vorher als Vorbesitzer mal Kneipier und er hat in der Kneipe gestanden. Oh Gott. Und da kam ein Versicherungsvertreter mal eines Tages vorbei und als er wieder gehen wollte nach einem längeren Gespräch, fragt der Papagei, den hast du schon bezahlt, du Halunke? Geil. Geil, ne? Das ist okay.
Andere Situation, Baustelle vorm Haus, Papagei steht im Fenster. Haben die Bauarbeiter erklingelt, ob wir einen Papagei aus dem Fenster rausnehmen könnten, weil der pfeift dem Weibern hinterher. Und die Beine, die sind... Die treten in den Dreck wieder in den Baugrube rein. Ja, ja, bin ich Fan-Turbo, bin ja 81 geboren. Ja, 17er Nacht, was? Was? Nix, nix. Ich meinte 2081 bist du geboren. Ne? Ist doch klar, dass die Spinne dünn ist, wenn sie den Wintermantel abgelegt hat. Achso, ich könnte ja ein GPS anschmeißen. Das ist ja so schön gerade, das Feld. Eigentlich könnte man da, ja gut, nein, zweiter Register bleiben. Aber ich könnte gleich grubbeln oder so, oder? Das kannst du auch machen, ja. Ja, ein kleiner O, das ist kacke. Ja, alles klar, danke dir auf jeden Fall fürs Reinschauen. Vielleicht regelt sich das ja mit dem Ding ja noch so, ist ja echt eine Frechheit. Hab noch einen schönen, kühlen Abend, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah. Hallo Pascal, wunderschönen guten Abend. Ja, also Kevin hatte vorher auf der Bergmann das gleiche Problem wie gestern, noch schlimmer eigentlich. Ja, keine Ahnung. Da ging ja fast gar nichts mehr. War bald alle 10 Minuten war er weg. Ich habe keine Ahnung, warum. Und drum sind wir jetzt, wir haben jetzt die Map gewechselt, wir gucken jetzt mal, ob es hier bei ihm durchläuft. Heute kann es übrigens später werden. Ich habe mir extra nochmal einen Kaffee jetzt gemacht mit Koffein. Was? Ja, ja, der haut bei mir voll rein. Okay, scheiße. Muss mich anstrengen. Ja, aber da ist ein Stückchen Kaffee in die Tasse gekippt und Rest mit Milch aufgefüllt, deswegen wirkt das eh nicht. Naja, er ist schon ziemlich hell, aber. Bei mir wirkt er trotzdem, glaubst mir, ich bin doch das nicht gewohnt. Ja, soll ich dir was zum Grubern kaufen? Kannst du gerne machen, ja, da kann ich. Okay. Da reißt sie es nur dann um Mitternacht. Ja, Pascal, wegen Community-Stream, ich habe keine Ahnung. Ja. Guten Tag, Wolf, guten Abend. Markus, auch dir, guten Abend. Jawohl, ich grüße auch die Männer im Hintergrund, der Dennis und der Kevin. Und Kevin, wünsche ich von dir einen schönen Start in den Urlaub. Dankeschön, Dankeschön, sehr nett. Hallo Tilo, guten Abend. Hello, hello. Das liegt an eurem Umbau. Ich vermute mal, dass es die überlagerten Nuff-Mesh sind. Aber das hatte ich noch nie. Ich habe doch das schon mal gemacht und habe an den Nuff-Mesh rumgefummelt. Da hatte ich auch nie Abstürze. Ja, Und vor allem, wieso läuft es dann mal 3-4 Stunden durch und dann... Jetzt sind da noch ganz alle 10 Minuten. Eben, weißt du, das ist das, was ich nicht verstehe. Wieso ist das so unberechenbar? Oder ist es dann bloß, wenn man da in der Nähe vom Hof ist? Ich war da aber bei, wie auf Feld 14, 15 war ich ziemlich weit weg vom Hof, oder? Ach so, weiter vom Hof weg geht ja fast gar nicht. Das ist egal, wo du auf dem Map bist, das kann überall passieren. Ja, hast du aber zufällig Richtung Hof geguckt? Das könnte man auch noch ausprobieren. Ja, das kann schon sein. Ja, das kann sein, aber, warum? Wenn ich so weit weg bin, wird die Nachtmisch bei mir gar nicht berechnet und angezeigt. Oh, ein schöner Walterer, ein Zwillingsbereifung, da geht was. Ja, zu klein, groß ist er jetzt. Halt, da fehlt noch was, halt! Ja, ein Gewicht fehlt, ich weiß, ein Gewicht. Miniengewicht, Gewehr. Dankeschön. Bitteschön. Das ist der fette Trakt, Zwillingsbereifung, 3 Meter Grube. Ich war echt am überlegen, ob ich den Challenger oder sowas kaufen soll. Markus, alles klar, danke dir fürs Reinschauen, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Der Feicher mit den Reifen mehr Blatt als die Gruppe arbeitete. Ja, der Himmel sieht nicht schlecht aus, das muss man sagen. Was, wo? René, wunderschönen guten Abend. Das ist leider nicht Paula, das ist Emily. Das liegt bei Kevin an den verschärften Kontrollen der grenzüberschreitenden Internetleitungen auf Datenschmuggel. Aha, alles klar. Na dann.
Ich bin da gegen dich ja noch sehr jung mit meinen 25 Jahren, aber schon Rückenprobleme. Und das ist nicht gut. Wenn man so hört, das war früher alles schön und meine Jugendzeit war schlimm, so ehrlich muss ich sein. Meine Jugend war auch nicht schön, meine Kindheit auch nicht so besonders, aber das meine ich auch gar nicht. Dann hast du mich kennengelernt. Was? Dann hast du mich kennengelernt. Oh, Kevin. Ja, sorry. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Nee, wenn ich immer sage, früher war alles besser, damit meine ich das dann auch gar nicht. Da meine ich ganz andere Sachen. René Paula hat sich leider immer noch verbuddelt. Was ist das toll? Hallo Frost, grüß dich. Hab 4 Meerschweine, die 3 voll entspannt, der andere 4. zerkratzt mir die Hände und Arme. Wieso denn das? Der soll sich ruhig halten. Oder sie bei der Hitze. Jawohl, Emily ist always the first spider of snow. Aha. Achso, ich könnte euch ja... Wartet mal kurz. Bin mal kurz auf AFK, bin gleich wieder da. Ich hole euch mal schnell was. Was war's denn? Moment. Hä? Was holt sie jetzt? Was holt sie jetzt? So, bin wieder da. Bitte. Danke. Hallo Hendrik, guten Abend. Leon, grüß dich. Wie unser Tag war, sehr heiß. Wie war denn deiner so? So, Achtung. Oh. Oh. Oh, das geht so nicht. Mist. Was machst du schon wieder? Mist. Moment. Ich wollte Double Spider Cam machen. Wie das? Hä? Moment, ich muss mal hier schauen. Oh, ich kann mein Handy drunter legen. Ja, ist doch Zeit, wenn ich jetzt bald ein Stativ besorge, das ist ja zum Kotzen. Ey. Na toll. Was? Entweder sieht man die eine oder die andere. Ich mach's so. Nee, ist auch blöd. So. Ich glaube, so ist gut. Double Spider Cam. Das ist Olivia im Vordergrund. Könnt ihr sie sehen? Warte, wir machen schon. Warte, kann man mal sie erkennen? Oh, wartet, ich dreh mal schnell das Becherchen, dann könnt ihr ihre Haut sehen. Also die alte. Da. Die alte Haut, das war. Ja. Wenn jetzt die Kamera mal scharf stellen würde. Stell scharf! Fokus! Da ist wieder der Finger. Entschuldigung. Das ist die alte Haut. Ah, jetzt fokussiert sie. Seht ihr? Ah. Da ist die alte Haut. Und da ist die wunderschöne, dunkelblaue, gewachsene Olivia. Denkt man ja, da ist eine tote Spinne drin, ne? Ja. Also ich. Ja, der Bebe. Und der Bebe fällt. Der kleine blaue Popel, ja genau. So, jetzt muss bloß die Kamera wieder fokussieren. Los! Fokussier! Tu es! Okay. Was? Sie tut's nicht. Wieso tut sie es jetzt nicht? Ja, keine Ahnung, wieso sie nicht fokussiert, dass Jetzt hat sie es.
Hallo Passi, guten Abend. Mit viel Fantasie. Hallo. Ich glaube, jetzt hat man sie aber gesehen, oder? Habt ihr sie gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ja, sind sie dir schon. Der Größentisch ist schon Wahnsinn, ja. Mit beiden Spinnen. Ja, das ist brutal. Also Olivia ist nicht mal so groß jetzt wie Emilys Kopf. Das ist unglaublich, ne? Jason produziert bei dir immer noch nichts. Er schreibt, habe jetzt alle Mods raus, nur die Hof-Bergmann-Sachen drin, bekommen immer noch keine Ferkelchen. Wie viele Schweinchen hast du denn? Also wie viele Erwachsene? Und haben die Ferkel alles, also ist jeden, alles voll, also voll nicht, aber ist irgendwas leer. Oder solltest du schon längst eine Kiste haben? Das stimmt aber irgendwas überhaupt nicht. Ja, dann wäre es interessant, du speicherst und die Wickels-XML vom Safegame bräuchte ich dann. Da kann ich dann reinschauen, was falsch gespeichert wurde. Kevin! Was? Ich habe euch das ja noch gar nicht gezeigt, wie ich der Kevin hier losgeschickt habe. Ach so, ja. Herrlich. Das ist traum gespannt. Wunderschön. Ja, danke. Da bin ich jetzt dafür. Ich will so gern LS17 Hofbergmann spielen. Leckt so. Außerdem keine Ahnung, wo ich meine Ballen lagern soll. Na, in die Ballenlager. Es sind doch extra neue da. Einmal über dem Schweinestall, ja, einmal über der Garage. Dann gibt es noch die Platzierbahn. Genau, wollte gerade sagen, ja. Das ist ein traum gespannt, ne? Und was sagt ihr? Also ich würde fast behaupten, wenn es leckt und du sagst, es liegt nicht am PC und an die Grafikeinstellungen, dann ist es erfahrungsgemäß ein komplett zugemüllter Mod-Ordner. Vermutlich irgendwelche Skripte, die da reinpfuschen und dann das Spiel in die Knie zwingen. Das daneben ist mein zweiter Bildschirm, ja genau. Was, das zweite Bildschirm war es? Da hol ich mich gleich einen. Fan-Turbo würde ich so nicht sagen. Das spricht andere nie irgendeine Erfahrung ab. Kannst du gar nicht beurteilen, wenn du nicht in dessen Schuhen gelaufen bist. Was? Oh. Hallo. Hallo. Bin auch hier. Muss ich Gas geben, ich hab das kleine Reibungsbreite, ne? Geld habe ich ihm was hingestellt, kannst mal sehen. Wahnsinnsgerätschaften. Das sieht man, wenn du wie Gier Katrin mich hört, ne? Der Grube ist nach dem Feld hier, weil der Traktor zu overpowered ist. Wahrscheinlich, ja. Der Traktor auch ohne Ende durch die Zwingsreifen, also. Heiko, das ist die Multimap, glaube ich, heißt die, gell? Multimap, ja, FS17 Multimap. Ich glaube sogar 2018 steht doch dran. Oder 18. Aber das mit die Schweinchen oder mit die Ferkel vom Jason, das verstehe ich nicht. Ja, es kann sein, dass er... er sagt keine Mods drin, ne? Nur die für die Bergbahn nötigen. Ja, hat er vorher mal den Seasons Mod drin. Und hat dann gespeichert und erst dann die Mods herausgenommen und dann nochmal getestet. Zecke, mit den Wärmelampen hat es nichts zu tun. Dann kann es sein, dass ein falscher Wert abgespeichert wurde für die Produktionsgeschwindigkeit, inklusive mit Minus davor. Und dann kommt natürlich keine Kiste mehr. Dann müsste man das in XML anpassen. Jetzt ist das so, wie du hast schon mal ein Tutorial dazu gemacht, ne? Mit so komische Werte in XML stellen. Ja. Sowas kann halt sein, ne? Das kann es durchaus sein, ja. Dann geht auch nichts mehr. Da kriegst du auch keine Fehlermeldung drüber. Da wird einfach nichts produziert. Ja, weil das bringt auch nichts mehr, wenn du einfach die Mods rausnimmst, den Fehler hast du dann noch immer. Alle Scheiben von der Ecke abgenudelt und teilweise weggefetzt. Toten die Schrott. Was halt machen kann, ohne Mods einen neuen Spielstand aufmachen zum Testen und da dann schauen. Da müsste es dann funktionieren. Da müsste. Hast du das schon mal probiert, Jason? Seasons habe ich noch nie genutzt, hatte über 500 Mods drin, alle ja, raus, okay. Dann ein neues Safe Game gestartet. Hat es denn mit dem neuen, ohne diese 500 Mods funktioniert? Wenn nicht, dann hä, das ist komisch. Dann bin ich ratlos. Kaya, ich war wirklich am überlegen, ob ich einen Challenger kaufen soll. Ohne Witz. Hättest du es mal gemacht.
Ja, Tidus große Traktor, kleine Grube. Es hat leider nicht mehr für einen großen Gruber gereicht. Ja, natürlich, ne? Das Gewicht, was du das Minion-Gewicht, ja, ne? Ja. Den Namen zahlen und so, ne? Die 1,4 Millionen, wo ich jetzt auf dem Konto habe, muss ich aufheben. Ja, natürlich. Für schwere Zeiten. Ne? Eben, man weiß ja nie, gell? Das Wasser wird die nächste Zeit extrem teuer werden, wenn es zu heiß bleibt. Siehst also, du, siehst du, wie sagt man so schön, spare in der Not, da hast du Zeit dazu. Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Irgendwie so, ja. Du hast zwar noch nichts zum Sparen, aber du hast die Zeit. Spielt ja keine Rolle. Soll das eigentlich so, dass du keine Strohschaden legst? Ja. Ja, die würde ich ja sowieso gleich runtergruben, ne? Also, wer ist denn los? Nein, Fentobo, ich weiß doch, wie du es gemeint hast. Gottes Wille. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch kein. Nicht der richtige Zeitpunkt und nicht der richtige Ort für sowas. Geht nix, hab 48 Schweine gerade 24 Stunden ihrer naturfreien Lauf gelassen, nix ist passiert. Sie hatten aber alles: Futter, Wasser, Stroh, Zecke, alles klar? Ja, das, Meine Gülle und Dreck machen sie. Bei mir hat es erst bei 50 Schweinen angefangen. Aber er hat 68. Achso. Hm. Ist Ifkuzi. 48? Nee, 68. Ifkuzi bald nur noch den Rahmen hinterher. Ja, mein Gott, ne? Hey, ja, dann grube da halt mit dem Rahmen. Hab's auch die Stoppeln, geh weg. Ja, na, nach Textur vorbei, ist anders egal. Egal. Wer halt? Ich? Nein, ich. So. Dresch ist mal wieder weitergefahren, obwohl er voll war. Ich hab's wieder nicht eingestellt. Ah, ja, da hätte ich auch ein Skript dafür, ne? Der wird dir Boden festgehalten, wenn du voll ist, dann kannst du nicht mehr fahren. Ja, aber das macht ja mein Dings hier auch. Achso, ne? Halt, ich muss das umstellen. Nein, 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 nicht nur Diplomat rausnehmen, der wird dann wirklich eingebremst. Da steht ja. Ja, aber da reißt's mir alles weg. Ja. Oder man könnte den Kontakt per Tastdruck verkaufen. Also den Inhalt. Das ist ja langweilig. Brauchst nicht abfahren. Wenn der Helfer aktiv ist, passiert das automatisch mit dem Verkaufen. Das heißt, du bleibst nicht stehen. Ja, ne? Wenn man Langeweile hat, ne? Dann noch eine Presse, eine Dresche dran machen, ne, und dann passt es perfekt, ne? Die Holländresche, so eine ist gestern abgebrannt bei meinen Oldies im Dorf. Jesus Gott, so ein großer. Ja. Der CR-1090 ist abbrennt. Ja. Da kommt Freude auf. Ja, bei der Hitze und dann das ganze Stroh und dann der Dresche wird natürlich auch mal beim Arbeiten, ne? Nee, Franz, hab ich noch nicht gesehen. Wo hast du mir das geschickt? Fentobo, alles klar? Ja, danke dir fürs Reinschauen. Hab noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, au. Er schreibt, Ifko, genießt du deinen Urlaub? Die Zeit vergeht eh viel zu schnell. Ja, das weiß ich jetzt schon. Mein Urlaub ist schon fast gelaufen, kann man sagen, ja. Ja, Frank, wunderschönen und guten Abend. Hallo, Frank. Hup, hup. Minus darf überhaupt kein Star sein, Jason. Das Minus muss weg sein. Das ist, wenn du den Fehler hast, dann ist der Eintrag, der hat ein Minus davor, also bei der Zahl, das ist ja immer so aufgelistet. Da steht dann zum Beispiel bei den Schweinen, deine 68 Schweine, wo drin sind, die Anzahl vom Futter, die Liter vom Wasser, vom Stroh, Mist, Gülle. Und bei den Ferkel steht dann Minus, irgendeine ganz komische Zahl, teilweise mit Großbuchstaben drin. Und das muss das Minus und die komische Zahl, das manchmal 0,0574 irgendwas. Das ja, löscht das komplett raus und schreibst mal 0 rein. Genau, aber dann kann er wieder mit 0 kann er Rechenheit halt, wieder 2 Wochen wert. Frank, alles klar bei dir. Hallo Firefighter, guten Abend. Das ist ein kleiner Pack, ja? Ne, nicht die Datei. Ach so, ich kann dir doch das zeigen. Brauchst du hier bloß aufmachen. Ja, genau. Warte mal, ich mach dir das mal hier schnell auf meinem Bildschirm auf. Ich schau zu, ich muss es auch lernen.
Moment, ich muss auf Desktop. Desktop. Shop, shop. Wie du zu der Datei kommst, weißt Desktop. Du, oder? Also du gehst auf MyGames, Farming Simulator 2017. Dann gehst auf dein Safe Game und machst ganz unten die Vehicles XML auf. Am besten mit dem Notepad++. Genau, da hat man die beste Übersicht. Man sieht deinen Desktop jetzt aber nicht ganz drin. Ja, das ist Absicht. Ah, okay. Weil du gerade gesagt hast, du willst das zeigen am Desktop, deswegen. Ja, das wird wahrscheinlich noch kommen. Ja, ich stelle gleich um, wenn ich die Datei offen habe. Ja, so sieht man das nackt, das sie als Hintergrund hat von mir. Ich wollte es jetzt gerade sagen, gell? Ich sollte die ganzen Nacktbilder, die ich als Desktop-Hintergrund von Kevin habe, nicht sehen. Privat, ja, also. Ja, bei uns ist auch alles gut soweit, Frank, nur sau heiß, aber das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Ich denke, bei dir wird es nicht anders sein. Mir ist schon kühl, was? Nein. Nein, mein Desktop ist sehr aufgeräumt. Ich habe auch für alles Ordnung. Kann ich gar nicht leiden, wenn da alles auf dem Desktop so unordentlich rumfliegt. So, kannst Moment. Mal vorbeikommen, mein Desktop aufräumen. Bei TeamView kannst du das machen. Was sollst? Nein, dann findest du ja Dinge, die du nicht sehen sollst. Achso. Jetzt macht es doch, ne? Was ist denn jetzt wieder los? Ach, jetzt. Halt, da muss die Cam. Natürlich, Franz, auch für den Ordner, ist klar. Die Cam muss aus. So. Was ist das? Ich sehe nur ganz viele Wörter, Zahlen, Werte. Was ist das? Das ist die Vehicles XML. Bin ich jetzt überhaupt in der richtigen? Ah ja, Safecam 1. Die auch löschen? Ja, kannst du schon, ja. Ja, du kannst alles rauslöschen. Das macht fast gar nichts. Nö, macht ja nichts, ne? Eigentlich macht das nichts. Jason schreibt nichts mehr. Das ist schlecht. Also ich mach's so. Steuerung F. Ja. Pick. Was, Dick? Pick. Dick? Nicht Dick. Bin da, okay. Kein, mir fällt da immer kein anderer Begriff ein, wie ich suchen soll. Ich klicke mich dann halt einfach durch. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das. Du wisst jetzt auch nicht, wie ich da. Jetzt war. Werden wir gleich rausfinden. Achso, oh sorry, er schreibt, warte, Jottes Willen, Verzeihung. Ja, ja, blödes 30 Sekunden. Raussucht, dann weiß ich noch, was ich suchen ja. Muss, ne? Blödes 30 Sekunden Delay. Nee, sie auf Twitch, ihr müsst ja keine was Delay haben. Achso, stimmt, bei ihm ist ja nicht ganz so schlimm. Ja, jetzt zeigt es mir natürlich alles an, von Piglets über Pig Food und hast nicht gesehen. Sag mal, habe ich es jetzt schon wieder überblättert? Ne, hier ist es. Mann, ich überblätter das immer, weil die so extrem viel Einträge haben. Denn ich kann es doch so viel Fill-Types füttern, Mensch. Ja, Animals Pick. Also na, Animals, da. Ja, oder du gibst einfach ein Animals-Pick. Du musst auf jeden Fall hier hin. Müsste 2660 sein, die Zeile. Müsste bei ihm eigentlich gleich sein. Da haben wir ja nichts geändert. Ja, oder haben wir da irgendwas an der... Hat sich bei uns was verschoben? Ja, es kommt doch an, wie viele Fahrzeuge du hast. Wenn er mehr oder weniger Fahrzeuge hat, ne? Oder andere Fahrzeuge, dann verschiebt er sich alles. Ach so. Fahrzeuge auch drin. Kurzaufgang. Ja. Die Zahl ist halt gleich. Aber Animals und Speak suchen. Warte, schreibt er. Also siehst ja den Pfad. Bei mir ist Dokumente, MyGames, Farming Simulator, Safe Game 1 und die Vehicle XML. Ja, ja, es nur die Dicks, schreibt er. Also Franz. Was machen wir bloß mit dir? Oh, okay, ist bei mir so weit unten. Zeile 1743 ist es bei ihm. Hast aber einen sehr übersichtlichen Fuhrpark. Ja, ne. Ja, das muss ich jetzt in der Zeile. Aber das sein, kann doch oder? Fast gar nicht sein. Das sind ja 900 Zeilen. Ja, doch, das kann schon sein. 900? Doch. Wenn du Fahrzeug. Ja, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, ne? Das ist. Das muss es sein.
Umso mehr Konfigurationen fahrt hat, umso mehr Zellen braucht Ach es. so, er hat gerade bloß die Hofbergmann-Sachen. Gut, das Ach erklärt's. so. Also, hast du das gefunden hier? Ja, hat er. Animals Peak. Ja, hat er. Okay, er hat's, genau. Er schreibt er geschrieben. Zeile 1743. So, dann gucken wir mal. Das da unten interessiert ja eigentlich nicht. Das ist ja das ganze Zeugs, was man denen füttern kann. Ja, da kannst du auch mehr eintragen, damit du nicht so oft füttern musst, aber bestimmt. Ja, Frank hier auch. Und es kühlt einfach nicht ab. Gut, jetzt schon. Jetzt hat es 26 Grad draußen und immer noch 29 Grad da herin. Ja, muss mal ein Fenster aufmachen, ne? Haha. Es ist alles offen und der Ventilator steht vorm offenen Alles Fenster. okay, alles auf läuft da, ne? So, dann gucken wir jetzt mal. Vielleicht sieht es bei mir auch so komisch aus. Nee, kann ja nicht, aber es wird sehr langsam produziert. Ja, schauen wir mal, was im Wert bei dir steht. Aber hier dürfte doch normalerweise gar nicht Minus davor stehen, oder? Na, das letzte Wert ist es mal in der Zeile. Credit Spawn Field Level oder Delta, irgend sowas muss es sein. Ich habe aber auch Minus davor. Was, Minus davor? Ich habe Minus davor, aber bei mir spawnen Ferkel. Ja, weil du minus 1 gekommen hast. Ja, aber es stimmt eigentlich auch nicht, oder? Naja, das Problem ist. Okay, Jason hat davor 0,60 irgendwas. Ich schau mal schnell, ich habe ja auch ein Aber Safe wieso steht bei mir Early. jetzt schon wieder Minus davor? Weil ich habe doch wieder den Fehler drin. Guck mal, Minus und dann habe ich E minus 16. Ja, das ist eine andere Schreibweise, das Zahl, wenn es so extrem lang ist. Aber. Warte mal, was stimmt bei mir? Safe Game. Ah, ich habe doch gar keine Scheine, glaube ich, scheiße. Jaco, alles klar. Ja, dir auch noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, toll, ich habe noch keine Scheine mehr. Wo ist hier? Bei mir steht es natürlich null. Was ich mal gucken kann, das interessiert mich gerade sowieso, wenn wir schon dabei sind. Vielleicht sieht es da auch so komisch aus. Ja. Meine Hühner produzieren fast keine Kisten mehr. Ja, ich habe 197 Hühner, also der Fuchs hat gerade mal drei gefressen. Er frisst übrigens komischerweise keine Hühner mehr, der frisst bloß drei. Oh. Also weniger wird's nicht, nö, bei mir nicht. Cool. Wo ist es denn hier genau, Franz? Nee, Ex ist bei Ja. mir ganz normal. WB. Hallo Marc, grüß dich. Aber Ja, wieso und dauert denn was das jetzt auf jetzt? einmal so lang mit den Hühnern, mit den Eierkisten? Ja, keine. Ich muss wissen, Ich dass finde, das alles dauert drin. jetzt. Ewig, das ging vorher viel schneller. Ich habe doch vorgespult gehabt, wo wir das testet haben vom Jörg wegen dem Licht. Ja. Kannst dich erinnern? Beim Ja. Fendt. Normalerweise ist, wenn ich so lang vorspule, sind die Eierkisten alle voll. Ja. Hier nichts, jetzt nicht, ne? Oh Gott, Youngtimer sagt es bloß nicht, sonst beide die Leute wirklich, dass das Lua-Call-Stacks sind hier. Ne, gut, aber ist egal. Ja. Dann gehen wir wieder zurück. Oh Gott, für was war es? Peak und dann? Was jetzt? Wie kam ich zu den Schweinen zurück? Weiß, alles klar. Ja, habt noch einen. Animals, Ah, Animals Animals, war's. Unterstrich Big. Habt noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich glaube, eine Safe-Game-Suche, aber irgendwo habe ich keine Ist das von Schweine. der Zeit abhängig? Wo ist denn Andi, wenn man mal braucht? Andi! Ja, das bei den Hühnern, das läuft über das Fabrik-Skript. Das bei den Schweinen mit den Schweinekisten über Standard-Chance-Skript. Welche Zahl müsst ihr denn jetzt eintragen, dass es schneller geht? Ja, höher als ihr, ihr sollt ja mal 1 eintragen. Weil er schreibt mal die 1 ein oder geht es mit einer 2 schneller? Natürlich, umso höher die Zahl, umso schneller geht's, ne? Aber das Spiel wird den Wert dann wieder anpassen. Weil das berechnet sie ja aus dem, wie viele Tiere man hat und. Ich wollte es gerade sagen, der Wert bleibt doch nicht so, oder? Nein, sobald man ein Tier kauft oder verkauft, wird der Wert neu errechnet. Also sobald eine Änderung Bestand stattfindet. Oder wenn ein. Ja gut, sterben kann sie auch ohne Siedlungswort, das Tier. Tschüss, Henrik, danke fürs Reinschauen. Aber ich habe das doch getestet und Du, ich. wenn es nur zum Testen ist, probier's doch einfach mal aus. Du hast doch gerade eh schon einen neu angefangenen Spielstand. Den hast du ja jetzt sowieso offen. Es macht doch einfach mal spaßeshalber ein 1 oder ein 2 rein. Und dann spulst einfach mal vor. Deine Schweine haben ja Futter, Stroh, Wasser, alles.
Mach mal zwei dann und probier spaßeshalber aus. Aber wieso steht bei mir wieder Minus davor? Oder ihr könnt auch in der Moddesk bei. Ja gut, das ist wieder etwas aufwendiger. Halt aufwendiger. Mein, ich habe jetzt immerhin 212 Schweine, gell? Und bei mir steht minus 1. Ja, das ist so. Ja, wenn bei dir noch Schweine. Bekommst du noch Vögelchen, oder? Ja, aber saumäßig langsam. Ja, weil da ein Minus davor steht. Warum steht da ein Minus davor? Ich weiß es nicht. Ich habe da bei den Schweinen nichts geändert. Da habe ich nie irgendwas gemacht. Nein, nein, das liegt. Irgendein Skript verschluckt sich da. Also ich glaube immer noch. Auch, das kann ja auch vom Vorspulen kommen, vom schönen Vorspulen. Dass das Standardskript auch nicht damit klarkommt. Weiß. Hä? Aber das haben wir doch jetzt so eingestellt, dass es nur vorspult mit maximal, was war es, 60? Nein, das gilt nur für die Fabrikskript-Sachen. Ja, aber die Ferkel laufen die nicht übers Fabrikskript? Nein, Standardskript. Ein Standardskript, okay. Ja gut, dann kann es natürlich sein, dass das mir das wieder... Das ist genauso wie zum Beispiel die Schafswolle, ne? Mit der Palette. Das heißt, wenn ich jetzt... System dahinter. Hast du Schafe auf deinem Safe-Game? Selbstverständlich. Ja, was steht denn dafür in der Zahl? Das sind die Standardschafe, gell? Das heißt, ich muss jetzt aus dem Peak einfach nur Sheep machen. Genau. Ah ja, da sind sie. Dort von Wert. Nö, 2.131 und so weiter. Jetzt siehst du, dann soll man mit 2 oder höher. Ah, siehst du, jetzt geht's. Ja, der Wert. Ja, jetzt? Den Wert. Ah, okay. Ja, dann mache ich das auch mal auf 2. Ja. Nee, das müsste aber doch eigentlich viel höher sein. Weil ich habe 109 Schafe. Und der Wert für die Wolle ist 2 Punkt irgendwas. Das heißt, ich habe doppelt so viel Schweine, müsste dann der Wert nicht 4 sein. 2.02, was? Das New Animal. Achso, you new. Nein, wie wird das jetzt berechnet? Die Hühner werden Kalk machen. Die kriegen kein Kalk. Mir ist schon vorgeschlagen worden, ich soll denen Legemehl geben. Wer soll denn das bezahlen? Du hast die Hühner zu wenig Futter gegeben. Sie sagen, die gibt mir kein Futter, also produziere ich nicht. Die sind immer gut gefüttert. Die sind ganz schön fett, meine Hühner. Kann ich euch sagen. Fett. Hallo Sascha. Ah, wunderbar. Sascha, ich danke dir, du bist ein Schatz. Also Sascha schreibt, pass auf. Er hat 505 Schweine und bei ihm steht 2.94. Ja, das sollte eigentlich so passen, weil... Der Motor das heißt, wird festgelegt, wie viel Schweine im Tag. Das heißt, ich müsste mir jetzt einfach nur das Minus wegmachen, oder? Müsstest du das Minus wegmachen, dann geht es sicher wieder relativ schneller. Dann ist es halt die Frage, wenn du speicherst, was dann da steht. Also Minus wegmachen, Safe-Game öffnen, speichern und nachschauen. Hä? Achso, du meinst im Spiel dann öffnen? Ja, jetzt speichern, dann öffnen und im Spiel speichern und dann nochmal die X schauen. Meinst du, ob es mir das Minus wieder davor gehauen hat? Ja. Wenn nicht, dann wieder Spiel öffnen und ein tiefer Grund speichern und dann auch mal schauen. Fette Hühner, sehr große Eier. Ach so, meinst du, deswegen sind so wenig? Ja, wenn du willst, geh ich schnell raus, aber wenn du das schnell testest. Ja, wir können das gerne schnell ausprobieren, jetzt wo wir dabei sind. Dürfte ja vielleicht für den ein oder andere auch interessant sein. Yes. Also, dann machen wir das jetzt hier zu. Oh mein Gott, ihr seht mein Bildschirm. Ja, das darf nicht sein. So. Habt ihr gesehen, wie ordentlich das war? Ja, ja. War mal gut. Oh. Also. Ja, nicht, ne? Das Spendenziel, sag ich da nur. Habt ihr gesehen, mein Hintergrund war Emily. Das war ich. Was? Ifco, wie hat es geschrieben? Ifcofosa, Natur. Moment, das steht ja hier noch. Spec-Skript, ja. Ifcofosa, Natur, Physis, Species, Skript. Genau. Das habt ihr gerade gesehen. Ausschneiden. Ja, klar, wenn der Wert kleiner ist, null ist, dann hat das Spiel. Ja, gut, das. Kevin sieht sehr insektidisch aus. Was, Franz? Was? Bist du nur neidisch? Franz, Spinnen sind doch keine Insekten. Du bist nur neidisch, weil du nicht im Hintergrund bist. So. Nee, ruckzuck, das Minus war bei die Ferkel. So hat das Minus weggemacht, jetzt quellen die Eier aus dem Stall. Das wäre aber auch gut, weil für die Eier kriegt man richtig viel Geld. Ja,
das kannst du in der Motisk einstellen, oder? Nein, die einen sind die entscheiden sich dann anpassen, die Produktionsgeschwindigkeit. Also Paula hört auch nicht auf mich, Dell, kann ich euch sagen. Vorher war ich, wo ich kurz AFK war, habe ich so ans Terrarium hingesagt, ich komme endlich raus, die Leute fragen schon nach dir. 300, viel Spaß. Oh Gott, da stapeln die Dinger sich ja im Minutentakt. Ja, mir wie zwei gerne nicht, da kommen wir mal voll. Ja, eben. Du kannst dich wegnehmen, voll. Hallo Komaito, wunderschönen und guten Abend. Aus das wird ein Schwein mehr eher oder weniger, dann passt sich die Welt wieder an. So die Hühner sind müde. Ja, war das schon klar, aber wo soll ich denn Eierschalen herkriegen? Was eigentlich, warum haben wir Silber gelobt? Ne? Daniel. Meine Zeichnung der Spinne, die ihre Legs in sie erputtet, ist jetzt nicht so sexy wie Kevin da im Hintergrund. Aha. Sag mal, flirtest du mit mir, Franz? Was? Ja. Gibt's da was, was ich wissen soll? Ja, mich würde es auch interessieren. Ich geht, ach. Jetzt was? Ist mein Fuß und mein Wadel nass und schleimig. Was? Ich werde vom Fräulein Co-Moderatorin geputzt. Ja, sie sehr gründlich. Und die putzt dich so lang, bis du das Gefühl hast, deine Haut wird wund. Die hat dich halt lieb. Ja, sehr sogar. Gott sei Dank, sie hat aufgehört. Oh, aber jetzt kommt es schön kühl. Könntest du mit der anderen Fuß auch noch putzen? Na, jetzt auf einmal. Mannes! Paula hat sich eingegraben und aufgehängt. Was? Was heißt hier nach dem Stress beim Umzug? Der hat überhaupt gar keinen Stress nicht gehabt. Ja, wie geht das? Die Kisten, dass du so voll speichern, weißt du das noch? Da waren sie zu viel. Jetzt ist schon wieder eine voll und eine neue ist da mit einem fertig. Ja, jetzt speichern wir kurz und da raus und schauen, was in der X-Wolle steht. Moment, speichern, halt, die Webcam. Du kannst sie auflassen, ne? Also, dann gucken wir nochmal in My Games. Safegami 1. Da, kein Minus davor. Achso, ich habe kein Viech verkauft. Ja, aber der Wert ist gleich drüben, ne? Ja, der Wert ist gleich, das Minus ist weg. Jetzt verkaufen wir ein Tier und dann nochmal speichern und dann schauen wir. Um Gottes Willen. Oder kannst du auch eins kaufen, ist eigentlich egal. Hauptsache willkommen auf der Map Hof Pinkmann. Wieso denn? Wo siehst du hier was Pinkes? Ich weiß ja nicht, die Ferkelbox. Na, Schweinele sind immer pink. Ja, die Ferkelbox selber. Schweinele. Drum heißt es auch Schweinele rosa. Pinke Stroh, das sehe ich erst jetzt. Aber ich will kein Schwein verkaufen. Kann ich nicht eins dazu kaufen? Ja, sage ich ja. Entweder Ferkel oder kaufen. Egal. Dann kaufe ich eins. Oh, 200 Euro Transportkosten. Hat der Vierhändler eigentlich da schaffen? Gott. Ja, ist doch natürlich wahr. Hat deinen Arsch offen. Ja, weil sonst könnte er nicht kacken, ich weiß. Durch die Rippen kacken kümmern. Also, dann wieder. Safegami 1, Vehikel. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Was? Oh! Jetzt steht was, hier 7 Punkt. 7. Wie viele Schweine hast du jetzt? 213. 7. Das kann doch gar nicht sein. Beim Sascha hat 500 Schweine und bei dem steht 1.8 und bei mir steht jetzt 7.6. Ja, dann kannst du jetzt noch stehen bleiben und kannst die Kiste übergreifen. Weil du den Wert vorher erhöht hast und den hat er noch als würde ich jetzt sagen, als Anhaltspunkt genommen, den Wert, den du geändert hast. Von dem ist er jetzt ausgegangen. Der war von Haus aus schon zu hoch, den du gewählt hast. 1, irgendwas für den Schweinebestand. Aber 7? Ja, Justin, ich hab's gesehen, deswegen habe ich jetzt die Kamera neu ausgerichtet. Irgendwas. Oh, sie spinnt wieder. Guck mal. Klein Ämmchen baut ihr Netz weiter aus. Da ist sie wieder. Ich wusste jetzt. Ja, das 7 ist dort schon etwas heftig, ja. Ach, 7 ist brutal. Jetzt kurz,
jetzt kurz vorspulst. Jetzt, Moment. Ja, eben, jetzt wollte ich gerade sagen. Jetzt lasse ich einfach mal auf, weiß ich nicht, 120 oder so. Drei. Ja, dann verkaufst du jetzt noch mal eines und dann schauen wir, was dann passiert. Der wird eigentlich kleiner werden. Eigentlich sollte jetzt die neue Kiste kommen, weil du die erste weggenommen hast. Ja, aber jetzt tut sich nichts mehr. Ja, warte mal, hier das. Justin, die heißt Emily. Das dauert ihr. Sie sagen so eingestellt, dass es länger dauert, bis ein Fleckel kommt, ne? Wollten wir so. Ne, da tut sich gar nichts. Ja, warte mal, welchen Wert hast du? Du hast jetzt 7 Schweine. Dann hat sich der jetzt durch das Vorsprung wieder auf Minus gesetzt. 7, wie viele Schweine hast du das gesagt? 213. Ja. Hä? Sascha schreibt, 505 Schweine ist bei ihm minus 2,9. 337 Schweine sind 1,8. Hä? Er hat ja auch Minus. Verstehe davor. Hä? Nicht weiter dran rumfummeln, sonst steht noch ein schwarzes Loch. Hä? Jetzt Moment. Jetzt speichere ich nochmal schnell und dann gucken wir mal. Moment. Ja, das. Jetzt hat es. Jetzt hat es wieder umgestellt. Ja, was? 1,3. Hast du jetzt den Schein verkauft, oder? Nein. Gar nichts gemacht? Ich habe nur mit 120 vorgespult. Also, ja, gut, da hat das Standardskript und wird angepasst. Ja, warum? Wo ist kurz auf 7? Ja, Daniel ist gerade nicht da. Jan ist auch nicht da. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber jetzt stimmt es doch wieder nicht mit der Zahl der Schweine überein. Ich weiß es nicht. Also das kapiere ich nicht. Ich auch nicht. Was weiß ich? Was habe ich denn jetzt eigentlich drin für... Für das Spawnrad, also bei die Ferkel, Schweine. Zehn Minuten. Nee, Quatsch. Ah, nee, das gilt ja nicht für die Ferkel, das gilt ja für die Schweine. Großen Schweine. Ja, genau, wenn da ein neues Schwein dazukommt, dann sind sich die natürlich auch wieder. Oh, jetzt habe ich schon 218. Ja. Das hinken. Aber ich weiß jetzt, wie ich es in Gang bekomme. Wieder die ganzen Mods rein. Muahaha, schreibt er. Ja. Ja, es ist blöd, wenn man das in den Sound passen muss, oder? Scheiße. Nicht erschrecken. Kriegt die Webcam gleich wieder. Muss sie nur kurz umstecken. Ein Sakrament. Willst du umstecken? Halt mir auf. Ach, ah, ich wo ich sie hinmache, ist falsch. Das hat was Wichtiges machen. So. Ganz wichtig. Was? Weg ausschalten. Dann brauche ich 3 Wochen nicht mehr. Wieso geht's denn jetzt nicht mehr? Sie geht nicht mehr! Ich hab sie hin. Soll ich gehen noch nicht? Oh, nee. Na, ich hab sie doch jetzt schon wieder angesteckt. Ja. Nein! Jetzt hat sie sich aufgehängt. Toll. Verdammte Angst. Die reinste Cheat-Vermehrung, ja genau. Mhm. Jetzt cheaten alle, ne? Jetzt machst du alle die Futtertorge voll und so, ne?
Aber du hast ja auch das Kissing Animals drin, ne? Ach, sie tut wieder. Da drin, ne? Ja. Haben wir auch drinnen. Hab ich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das da mit eingreift. Also, wenn ihr jetzt mal schnell in die Webcam guckt. Ja, ich schau, ja. Wenn die jetzt mal scharf stellen würde, sie putzt sich nämlich gerade. Da seht ihr, sie zieht sich ihre Taste unten durch die Kelizeren durch und macht die so sauber. Die was? Kelizeren. Und ihre Klauen, die beißt die Zähnchen. Ja, sagt es gleich so bitte. Wieso stellt ihr jetzt die Webcam nicht scharf? Ist unscharf, oder? Gell? Wie die Sau. Moment. Ich glaube, die kriegt da irgendwie nichts in den Fokus. Jetzt hat sie es. Ah. Naja, jetzt ist es gut, ja. Ach so, putzt man sich also, gut zu wissen. Ja, das kann ich auch mit alle Beine machen, auch mit die hinteren. Interessant, okay. Danke, aber so viel habe ich eigentlich gar nicht mehr frei vorn. Die sind fast alle belegt. Aber die sieht schon knuffig irgendwie aus von vorn, findest du nicht? Ja, natürlich. Ja, genau, Jürgen. Ja, die Spinne, immer diese Spanne. Ja, ich freue mich definitiv auf LS19. Achtung, Murphy. Dankeschön. So. LS19? Was ist das? Oh, sind schon zwei Ferkel da. Und ein Haufen Mist. Na, ich denke, ich lasse es jetzt einfach mal so und probiere das dann aus. So, was stellen wir denn jetzt noch an? Der Abend ist nur jung. Ja, das ist die Frage. Sollen wir mal bei dir... Ja, eben. Sollen wir mal bei dir weitermachen? Ja, können wir. Weil da kann ich mich auch besser auf den Chat konzentrieren, weil dann sagst du, welche Mission wir machen und du sagst dann einfach bloß, was ich machen soll. Was? Habe auch ein Problem mit den Ferkeln, denn ich habe auch nur eine Kiste bei den Ferkeln, obwohl ich manchmal mehr als 5 Stunden zocke. Wo ist das? Ja, Johannes, wir haben keine Ahnung. Erstmal, wie viele Schweine hast du denn? Dann kommt es darauf an, spielst du mit Seasons Mod? Hast sonst irgendwelche Mods drin, die da zwischenfunken können? Möglich ist ja alles. Leider ja. So, jetzt muss ich noch ganz kurz. Du kannst ja schon mal Spiel aufmachen. Ich ändere mal. Streamtitel. Ja, schon das mit einladen, dann geht und so. Das ist mal nach aktualisiert. Oh, Update wird geladen, alles klar. Oh Gott. Replay. Ja, 27 Megabyte. Ich glaube, das ist so das Problem. Geladen? Hallo Jan. Hallo. So, Twitch habe ich schon mal umgestellt. Spiele, Far Cry 7, Spiele.
Aber ich glaube, ich bin noch immer im ersten Gebiet gerade drin. Macht doch nichts. Wir haben halt von vorn an. Ja, ganz vorne nicht, aber. Jetzt habe ich. Ich bin noch ein Idiot, gell? Ich stell das Streamtitel um auf Twitch, aber das Spiel nicht. Na gut, nee, das Spiel ist nicht so wichtig, ne? Das war klug. Klug. Bei Spiel paar macht, drei, fünf. Bei Spiel macht es einfach Ifko. Spielt Ifko. YouTube ist schon mal umgestellt, dann stellen wir das jetzt auf Twitch auch noch um, dass das alles seine Richtigkeit hat. Nicht, dass wieder jemand weinen muss, weil eingestelltes Spiel nicht stimmt. Ja, hallo, das muss schon passen. Hallo, Mann. Ja, ja, ist das. Wenn ich fragen kann, was für ein Spiel gespielt, dann kannst du sagen, es steht im Titel. So. Ne? Ja, da steht dann LS17. Ja, also, es ist auch LS, es ist LS19. Hehehe. Was? Ja, Waffen und alles. Okay. Anmeldung. Also, da muss ich jetzt. Oh Gott, wo war das? Uplay ist da. Jawohl, Spiel stimmt. Ihr müsst nur F5 drücken. 5, 5 wie Senf und Strumpf. Also, da muss ich auch P wie Partei, ne? Achso, jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe Far Cry 5 überhaupt gar nicht mehr eingestellt. LS17, Bildschirmaufnahme machen wir aus. Ein neues Spiel machen wir rein. Spielaufnahme, existierende hinzufügen. Far Cry 5. So, jetzt gucken wir mal, ob es tut. Ja, gucken wir mal. Ah, Test. Nein, laden wir dich noch, bis du im Spiel bist. Far Cry 5. Mal gucken, ob es jetzt anzeigt. Nein, die Mars-Mission, um Gottes Willen. Das habe ich durchgespielt. Nein. Es war ganz lustig, aber. Kommst du weiter? Okay, ich müsste. Ein paar Kartest. Es hat jetzt hat's tatsächlich funktioniert. Scheinbar haben die. Ja, es gab ein winzig kleines Update, musste ich runterladen. Scheinbar haben sie es gefixt. Okay. Aber ganz ehrlich, nochmal brauche ich das nicht. Okay, solltest du eine Einladung bekommen haben. Oh Gott, was war das jetzt? Umschalt? Und F2. Geile Tastenkombination, ne? Was? Umschalt Alt und F2. Ne, Umschalt F2. Ach, Umschalt F. Ja, ich kann sowieso nicht annehmen. Ich hatte sogar nicht angemeldet. Oh, man sieht's schon. Okay. Also, ja, sag mal nicht. Dann schicke ich noch mal eine. Ihr müsst mir halt dann sagen, gell, wenn euch was. Wenn euch was stört, Webcam oder keine Ahnung, das oder Chatfenster, mache ich dann aus. Auch vom Sound weiß ich jetzt auch nicht, ist bei euch zu laut, zu leise. Ja. Ich bin ja auf das nächste DLC gespannt, wo sie rausbringen mit den Zombies. Ja, das wird schon wieder interessant werden. So, also nochmal. Umschalt F2. Ja, lade dich ein. Benachrichtigungen. Wurde verschickt. Ich hab's. Ja, ja. Hab. Ifkonator ist im Hauptmenü. Wie starte ich das Spiel jetzt? Du gehst mit Escape zurück, raus aus der Party und dann ganz normal starten. Achso, fortsetzen. Moselbrücke, alles klar. Ja, dann wünschen wir dir einen wunderschönen Urlaub. Ich nehme mal an, du gehst in Urlaub. Er schreibt da in Ostbayern, ist er 2 Wochen das Internet nicht so gut zum Stream zu schauen. Achso, ja, aber. Ja, erhol dich gut, hab einen tollen Urlaub und das bin bis in 2 Wochen, würde ich sagen. Ja, bis in 2 Wochen, ne? Schönen Urlaub, ciao. Das klang jetzt wie ein Rausschmiss. Ja, Entschuldigung. Schönen Urlaub, ciao. Geh mit Gott, aber geh. Entschuldigung, das wollte nicht so klingen. Nein, das war doch bloß Spaß. Ja, ja. Koop-Fortschritt speichern. Hä? Hallo. Ja, natürlich speichern. Ja, das ist feindlich. Ja, ich kenne mich hier nur aus, Katrin. Das wird. Nein, jetzt schon wieder das Vietcong-Zeugs da. Warte mal, die hat da eine Mission. Ich kenne mich hier auch nicht mehr aus. Ich habe ja neu angefangen, das ist ja neuer. Ich habe ja meine Waffen gar nicht alle. Was? Warum hast du angefangen? Wir sollten nachsehen, ob er verletzt ist.
Aber ich kann mal gucken, da drin ist was zum Lesen. Zählt jetzt. Hallo Brommel, guten Abend. Zählt jetzt das eigentlich auch für dich? Ja, warte. Was hast du jetzt gelesen? Sektennotiz, das müsste normalerweise. Mich auch bilden, ja. Oh, was liegt denn hier alles rum? Oh. Oh Gott, die Musik wieder, da wird YouTube rumweinen. Da draußen ist gerade irgendwas gestorben. War das dein Begleiter? Hä? Hier. Florian, alles klar, danke dir fürs Reinschauen. Schönen Abend noch. Dein Pummel lebt noch. Dann war es irgendein anderer Befreundeter. War hier nicht irgendwo jetzt das Waffensymbol? Ja, natürlich da. Ja, ich will mal Waffen kaufen. Also, da gucke ich mal einen Moment. Oh Gott, ich habe fast kein Geld. Halt, Beute kann ich verkaufen. Ja, das hat man kann davon. Ich dir geben, also Munition musst du keine kaufen. Nee, ich hab voll. Also schnell. Oh, hier jetzt auch Munitionskiste, also keine kaufen. Du bekommst sie gratis. Gleich daneben. Nee, hier nix, Ritschpitsch. Youngtimer, alles klar. Ja, dann viel Spaß beim Ausdengeln. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Baby, Holzi, du, keine Ahnung, das entscheidet man spontan. Nein, Daniel, hast du nicht gesagt? Hey, wo bin ich denn hier? Was kann ich mir denn über... Achso, die sind... Oh, der Schaufelwerfer. Haha. Schon habe ich schon besiegt, alles klar. Die Fate... Habe ich denn das Zeug jetzt alles, oder was? Was? Nee, das muss ich wieder kaufen. Was habe ich eigentlich für Waffen? Zwei. Ich habe ganze zwei Waffen. Warte mal, wie war das mit den Waffen hier? Ich habe auch kein Scharfschützengewehr mehr. Ist egal. Cool, ne? Wo bist du denn? Ach da. Ja, kann man hier Waffen fallen lassen? Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Du müsstest sie, glaube ich, austauschen gegen eine... Nee, bloß nicht, da musst du die ja wieder im Shop holen. Da ist was zum Töten. Wie was, wo wir? Und zu weit weg. Da oben an der Straße. Oh nein. Ja, Jason, du kein Thema, immer gerne. Ich weiß nicht mehr mal, wie man die Mission startet. Ja, Sektenverfolgung, ja, es ist zweite. Jason, weißt du, ja, Rechnung kommt. Extra Zuschlag von wegen Freitagabend Live-Support. Während Ifkos Urlaub, gell? Ja. Holzi, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ich hab mal was markiert. Holen wir einen Helikopter. Kaufen. Helikopter. Ifko Urlaubstream, der geht höchstens noch zwei Wochen durch. Ja, drei Wochen Urlaub, ne? Helikopter fahren, alles klar. Verzeihung. Ja. Ich hab dir den Helikopter geholt. Willst du fliegen oder soll ich? Flieg du. Ich mach's mir hinten bequem. Sehr schön. Komm, Boomerchen. Boomer! Ja. Komm! Wie war's das mal? Oh Gott! Ah! Ach, wo ist meine Markierung, was ich gemacht habe? Also da vorne, ja, okay, alles klar. Hallo André, dir auch einen schönen Freitagabend. Hallo. Was hier? Oh! Hallo Mario, guten Abend. Genau, plus Nachtzuschlag quasi. Was? Nachtzuschlag? Was? Ja. Genau, zuzüglich Erschwerniszuschlag, weil Andi nicht da war. Die schießen auf Puma! Nein, ich hab Puma, ich hab nicht auf Puma geschossen. Ich hab den. Nein, die! Nein, dann hab ich abgeschossen. Das ist ein Standard Far Cry 5, ja, das ist kein DLC. Jupp. Gibt's denn hier irgendwo ist es schon? Da ist doch der Typi. Ja. Ja, ich bin ja hier. Kann ich reden? Ah, nein, ich kann nicht. Ah, jetzt kann ich reden. Jedes Mal, wenn ich in die Nähe dieser weißen Blumen komme, wird mir schwindelig. Echt merkwürdig. Ja, dann geh nicht hin. Ja, toll.
Ach, warst du schon? Das war's. Aber ein Prepper versteckt ist, glaube ich, in der Nähe hier 400 Meter. Ah, da gibt's was zu sammeln. Vorteilsheft. Da sind Waffen. Ne, die will ich nicht tauschen. Hier ist ein gelber Rucksack hier hinten. Du musst halt gucken, gell, wegen Tresore, weil die kann ich ja nicht, da kann ich nichts rausnehmen. Ja, Geld kannst du rausnehmen, aber wenn du Ware drin ist, den hast du nicht. Ne, weil die hab ich ja alle schon. Außerdem im Koop ging das ja nicht. Ja, mit Geld ging schon. Ja, aber die Bahn gingen nicht, weil sonst setzt die ja doppelt. Was ja auch so schlimm wäre. Ja, natürlich, ne. Ich flieg mal zum Prepper-Versteck, ne, machen wir mal das klar. Ja. Nur zu. Wenn ich's finde. Mal hier. So, leert das zu steigen. Ah! Ja. Oh. Ja, wir machen's schon. Ja. Ey, ist das der Freund oder Feind? Ist er rot, wenn. Feind! Können wir nicht Herc besuchen und ihn foltern wegen dem Mist auf dem Mars? Oh, das würde ich gern. Wirklich. Der Probot. Ups. Hups, sagt er. Hupsi. Ja, Hupsi ist gut. Wie kann ich nochmal Waffen wechseln im Helikopter? Das, ja genau, das ist die Hof-Bergmann-Version ab 18. Waffen wechseln mit. Oder unten, da unten die Krone, der rennt da vorne, der Dings da, wie hieß er? Nein, ich flieg zurück. Boomer! Schnell lande, wir müssen Boomer wieder beleben. Boomer! Ihr Schweine! Hilf! Ist er jetzt wieder belebt? Ja, okay. Boomer lebt! Ja, aber da können wir gleich zu Fuß laufen hier vorne, ne? 180 Meter nicht ganz. Zu den Markierungen, oder? Ja. Ja, das Prepper versteckt. Alles klar, Holzi. Alles klar. Hier sind Blumen, wenn du brauchst Lupinen. Ach, ich nutze diese Fähigkeiten sowieso. Die ist schon geschafft. Mir wird's duselig. Ja. Rucksack. Ja. Oh. Blissöl, 19 Dollar. Du rennst hier am Comic vorbei, egal. Oh. Ich habe ihn schon genommen, das zählt ja für dich auch. Nein, Fotoset muss ich selber nehmen. Was? Ja. Ach, das war gar kein Comic. Das war Fotoset. Aber wir sind so gut gerade drin. Ja. Ich schieße auf den Baum. Plündern, ne? Wer schießt denn da noch? Ja, irgendwo ist sicher noch ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht. Pink dir! Oh mein Gott! Ich geht was tot! Was? Mach's tot! Hab's tot gemacht. Warte, ich lese mal die Notiz. Hier ist ein Sack. An alle Kugels, die das lesen. Mein Kumpel und ich haben ein paar gute Sachen in einer Höhle mit den Wasserfallen. Ah, so, das sind den Wasserfall, das ja alles klar. Was hat. Nein, hau ab! Oh nein, ja, die schon, ne? Da wird der Rohkohl aus dem Beet geschossen, nicht gepflügt. Weißt du, da müssen wir jetzt wieder von unten rein wegen den Zahnrad. Rad. Oh Gott, das habe ich schon gemacht. Ist es da, wo man da unten reintauchen muss? Ja. Das ist ein Riesenmist. Glaube ich halt. Bär! Oh. Oh. Muss ich da runtertauchen? Hä? Hey. Achso. Wo ist denn jetzt der Bär? Bin ich blind? Da. Ja, der. Hä? Das ist überhaupt kein Bär. Hä? Wo ist denn.
Ist das jetzt wieder so ein Koop-Bug? Nee, da liegt er. Der Baum wäre auch irgendwann umgefallen. Ich bin gerade wieder nach Hause gekommen, war heute in Holland in Appeldorn im Affenpark. Alle Affen lagen im Kühlen. Nur ich Affe lief in der Hitze da rum. Oh Gott, ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten da. Also das. Nee, das macht. Ach, unten rein. Wo ist denn der Eingang? Ja, du musst ja. Ich muss ja schon. Ich gehe wieder raus. Ah, da. Raus. Hallo? Hallo? Hast du schon alles oder was? Ja, ja. Jetzt müssen wir hier runter zur Brücke. Jawohl. Au. Oh, dieses, ich bin schon wieder ganz benommen, ne? Ich auch. Oh. Ja. Ah, jetzt, Glück da. Ich war das. Au! Also nicht Beaches, ne? Also. Umhaut. Plus 2. Bettag, Taste E. Ui. Ja, und wie war das? Ich bin so dumm. Wieso? Was hast du gemacht? Ich hab C gedrückt. Oh, loslassen? Ja, ne, ich hab's überlebt, ne? Also. Bist du jetzt hier in der Höhle? Oh, ne, du bist zu. Ja, ich bin zu weit runter. Warte, aber da kann ich dir nicht. Ah, warte, dann muss ich einen anderen Klettertag benutzen. Warte, warte. Guck da, wo ich bin, auf die Höhe muss. Scheiße. Okay. Ja, das war schon, das stinkt dir. Ja. Achso, mit der Maus. Ah ja, link mit rechter Maustaste ist das ja. Alles klar. Wo ich jetzt zu dir? Also hier auf die Höhe musst, wo ich bin. Da ist der Höhleneingang. Ja. Ah, ich glaub, sieht lustig aus. Musst du wieder ganz hoch? Ui. Oh! Na, wenn ich mich jetzt hier losmache, dann. Warte, ich fahr gleich. Ja. Hui! Hui! Ah. Hallo! Oh, da unten ist ein Scharfschütze. Ich hab doch ein Scharfschützengewehr. Mal weg! Der hat den Angler tot gemacht. Ja. Ich glaube, ich erwisch den nicht. Doch nicht. Nee. Jetzt hast du nochmal erwischt, glaube ich. Okay. Sau! Sau die! Blöde Drecksau. Ey, der ist weg. Ist der Angler ist sogar wieder da. Ah, okay. Seit wann tauchen die erschossenen NPCs denn wieder auf? Vielleicht ist das halt ein Update so. Nicht schlecht. Oh. Oh. Nagel hat nicht vergessen. Oh. Oh. Ah, oh. I. Oh. Money, 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 money. Drei Vorteilspunkte halt. Siehst du, du musst dir dann wieder leveln auch von neu, ne? Ja. Warum hast du neu angefangen nochmal? Weil ich es auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spielen wollte, aber da kamen die blöden DLCs raus. Ah, so. Und ich wollte mal andere Entscheidungen treffen. Ach so. Ja klar. Schauen wir uns. Ja, okay. Bitte was hier. Ah. Ah. Mario, das freut mich. Dankeschön. Was? Was? Geschießt oder geschossen? Was hat der jetzt gesagt? Der ist der eine schon tot. Hallo Matthias, grüß dich. Guten Abend. Also ich glaube, er hat gesagt, wir haben den Schützen. Ja, im Scharfschütze habe ich gerade abgeschossen. Der Angler hat sich an der eigenen Schnur wieder hochgezogen.
Okay. Ich dachte, ich kann da rüberlaufen. Warte, oh, wo liegst du denn? Was? Wie oder wo? Ach, hier. Oh, ja. Ja. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Erstmal müssen wir raus. Matthias schreibt Huhu, ich guck. Hallo, Matthias. Willkommen, Matthias. Matthias Holunder. Ah, okay. Alles klar. Ja. Du siehst aus wie ein erfahrener Angler. Das ist ja genau. Ich erfahre. Ja, wir wieder verkaufen. Alles, was da ist. Wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ja. Wofür nicht. Ja, ja. So wie ich es sehe, berühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Ach was. Nicht okay. Jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen. Was? Weißt du? Nein. Aber tatsächlich. Das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Auch mit Munition, ne? Danke. Ja, Munition kann man auch aufbringen, aber Kugeln sind nicht in der Lösung. Alles klar. Ja, 1120 Dollar, alles klar, ja, danke. Müsst ihr noch eine Angel haben eigentlich, ne? Ja, habe ich. Ja, Boomerchen, was ist denn schon wieder? Danke für das mit dem Gefängnis. Hm? Holunder ist natürlich ausgedachter Name, aber Matthias stimmt. Rette eine Kuh, iss einen Fisch. Was? Rette eine Kuh, iss einen Fisch. Ja. Okay. Das, ja. Die Spider-Cam okay, ist eigentlich an. Oder so, meinst du, ich soll sie ausmachen? Beste Angelbedingungen heute. Verdeckt zu viel? Ehrlich, ja. Ja, dann müsst ihr mir das sagen. Mann, ich hab gar nichts mit dem Mantau dran gemacht. Das ist schon drauf, okay. Gut. Ich habe ihm nichts getan. Oh! Tot? Der ist tot. Oh, hier! Was? Halt, fahr zurück! Sekten-VIP! Oh. Halt, ich fahr mal. Ich hab jetzt mit der Pistole getötet, ich bin so gut. Ja, Headshot, jawohl, das läuft auch. Ups! Entschuldigung! Ich hab sie überfahren. Franz, alles klar, danke dir fürs Reinschauen. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Ciao, Franz. Ja. Jetzt habe ich dir du hast gar nicht nach meiner blöden Idee gefragt. Ah ja, sieht mal. Ja, sag mal. Ja. Nein, jetzt traue ich mich nicht mehr. Okay, komm. Dann, warum nicht? Also, weiß ich auch nicht. Ach, das ist ja hier. Da kommt was Böses. Der Pilot war tot, ne? Kommt denn noch was Böses? Oh Gott, das ist das hier mit den Elefanten. Da ist doch auch einer mit einer Panzerfaust. Genau, ja. Mach mir easy peasy. Wieso Katrin macht dich, schau zu. Hier ist nein, gar nicht. Ich habe fast keine Waffen. Scheiße, ich habe schon keine Munition mehr. Das ist schlecht. Ich kann jetzt Waffen hier. Ich schieße einfach mit der Schrotflinte.
Geh du mal den befreien. Oh, ich geh den mal befreien. Der Pik tot. Ha! Nein! Bist du? Blöde Saudi! Der hat den. Oh, wenn sie dich sehen, dann töten sie die Geiseln. Ach so. So scheiße. Ja, ich hab den Doktor befreit. Jetzt haben wir wie viel befreit? Du eine, ich eine. Ja, ich hab. Oh. Ja, gerne. Ja, ja, okay. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Bin mal ganz kurz aufgekommen. Okay. Oh nein. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss nicht. Hat sich schwimmen, was bist du für ein Lusche? Danke, dass du das Gefängnis gesichert hast. Ja, toll. Ja. Ja. Was? Na komm schon, ich bin bereit. Die Elefanten. Ne? Eden's Gate hat uns alles genommen und nur Müll übrig gelassen. Also gut, dann kämpfen wir halt mit Müll. Danke für deinen Auftritt beim Gefängnis. Der Hund ist ein echter Prachtkerl. Danke, ich weiß. Tse. Bleib wachsam, du schaffst das. Bitte leg das weg, du machst einen Fehler. Hey, was machst du da? Ihr seid doch alle Freunde hier. Der Musiker trainiert sich. Ich will eine Mission starten, wenn sie nicht da ist, dann. Wie du das Gefängnis verteidigt hast. Ich habe nachts so viele Schreie gehört. Wieder da. Bebe. Danke. So hast du rumgeweint. Was? Ich wollte jetzt nicht die Mission starten, wenn du nicht hier bist, falls Gegner kommen oder so, weißt du? Deswegen habe ich jetzt gewartet. Sehr lebensgewürzig. Ja, jetzt tauche ich ab. Was Kevin nur bei Katzen AFK ist, heißt es nicht, dass man dich nicht hört. Hä, wieso, was hast du gesagt? Nichts habe ich gesagt. Ich habe nur gefragt, wo du hin bist. Ich habe die Spinnchen wieder ins Regal gebracht und dann habe ich mir einen Eiersalat geholt. Sehr gut. Wir auch einen? Nein. Ich glaube, ich hab's, ja. Katzen, jetzt ist es unbedingt, glaube ich. Was? Ich höre das Gebiet, jetzt sollten eigentlich Gegner kommen. Ja, tun sie doch auch, ich habe gerade schon Helikopter abgeschossen. Ja, deswegen habe ich vorher gewartet. Ich sauf hier ab. Ah, hier kommen Angels. Nee, du säufst nicht ab, das reicht genau. Ja, ich bin vorher einmal hängen geblieben, deswegen. Wer schießt denn? Ah! Ja. Wo ist denn der? Bin ich bescheuert? Bist du denn überhaupt? Wow, was? Panzerfaust! Das ist ja okay. Wo ist denn der? Das ist ein Angel. Warte mal. Aha, ich glaube, ich habe ihn. Ah, Mückenattacke. Ich, mir ist gerade in der Küche ein Nachtfalter ins Ohr geflogen. Was? Ja, nicht direkt in den Gehörgang, aber so eklig ins Ohr, dass man den so laut Brummer gehört hat. Das hat sich angehört, als wäre mir ein Hubschrauber ins Ohr geflogen.
Also waren da auch Angels drinnen? Also genau habe ich nicht hingeguckt. Ja. Genau. Einmal kalte Luft aus dem Keller. Ja, wenn ich einen Keller hätte, dann hätte ich bestimmt ein, zwei Eimer kalte Luft mitgebracht. Ja. Ist diese Polizistin, oder? Von dir hat Dutch die ganze Zeit gesprochen. Ach, entschuldige, ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Hallo Doc. Ich bin nicht so Doc, ein Doc, Doc, Doc. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Großwunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Was du nicht sagst. Ist doch egal. Ja, ist eigentlich auch egal. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Ähä. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Nein. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schief gegangen. Weißt du, ne? Verdammte Sekte. Ach, mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss möglich, ja. Gefängnis. Kannst du mir helfen? Nein. Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Ja, schon für dich. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Vermittler, oh Gott, der braucht du jetzt ja, den du ganzen Blumenkram und die Teile. Ja, von den Viecher. Eine unbeschädigte Schwarzbeinhaut und zwei unbeschädigte Bronchohornhorte. Wenn man so weit draußen wohnt, lernt man zu improvisieren. Diese Peggy. Nein, hab keinen Keller. Wem sie sich angelegt haben. Du warst ein Teller, also? Hm? Keller. Braucht man ja keins. Was? Braucht man ja keinen Teller, das muss man den wapschen. Einen Keller mit K. Achso, ein Keller. Ja, Entschuldigung. Ja, Keller braucht man auch keinen. Wo sind jetzt die... Hallo, L17-Zocker, guten Abend. Hallo. Das ist ja alles ewig weit weg. 500 Meter, okay. Zu Fuß, da ist nichts an sieben. Was? Ja. Einen halben Kilometer. Ja, natürlich. Naja, macht nichts, ich habe Wegzehrung. Wollte gerade sagen, du hast ja deinen Nudelsalat, ne? Eiersalat. Oder Eiersalat, ja, Entschuldigung, tut mir leid. Wie konnte ich nur? Es hat hier immer noch 29 Grad fast. Jetzt hat es gerade mal 0,2 Grad abkühlt. Beneid dich nicht. Sich ins Auto setzen, die Klima einschalten. Aha, das wäre schön, ja. Oh, jetzt kommt die Alte wieder. Wo ist sie? Hast du sie nicht gehört? Doch, gehört, aber sie habe nicht gesehen. Wie weit bist denn du eigentlich mit der Story? Oh oh. Warte. Ich muss nah dran, gell? Ich habe bloß noch meine Schrotflinte. Was ist das für ein Viech? Ernsthaft, zu der Truthahn. Der Truthahn, die Geil. Oh Gott. Alter! Ein Truthahn! Ja. Weißt du, das ist. Ich rennst du davon! Ja, wieder ein Truthahn! Was sind denn das für Trutschweine? Ja, toll! Ruf dir auf! Herausforderung abgeschlossen! Ja, bin ich da! Hör auf zu schreien! Entschuldigung! Ja, sehr, sehr kühl. Ja, Justin, ich schwitze immer noch, aber sonst ganz okay. Nein. Hey, die Pferde. Ja, konnte du aufdrehen. Oh. Hier? Ja. Eiersalat. Also der ist mit Eier, Mayonnaise, Spargel und Champignons. Ja, mach mir eine gute Spur, hast schon recht. Du hast bestimmt auch irgendwas Leckerliches zum Naschen, oder? Aktuell nein. Aber daheim. Ja. Was? Was war jetzt das? Gefällt, ne? Ah, warte, okay. Was tust du denn? Ja, sammle Schwarzbeinhaut und Sachen, ne? Down. Gott sei Dank. Oh, da oben ist eine Tasche. Oh Gott, das sind 34 Grad hast du noch bei dir. Was? 34 Grad? Ah, hier oben, okay. Ja, der hängt mir voll ab, ne? Warte, Gegner.
Ja. Keine. Oh, ah! Fuck, keine Munition mehr. Ich brauche auch unbedingt Munition. Ich auch. Das hätte ich vielleicht vorher schauen sollen. Komm denn da hoch? Hm? Achso, da muss man hauen vom. Haha. Ja, warte, brauchen wir Waffenschutz ganz dringend. Da, okay, Dachgeschoss erklärt's. Ich bin auch ein Dachgeschoss, ne? Sollte man mal so sagen. Ist bei dir auch noch so heiß? Naja, es geht. Es ist zum Opfer. Also ich habe keine 34 Grad. Das, Was? Hä? Was? Oh, hier ist was zum Lesen. Hast du gelesen? Ja, das sind noch wenige. Sektenbericht, ja. Ja. Ah. Oh. Ist wohl funktionsfähig, noch. Gesucht, Sünder. Wieso bin ich auf dem Plakat? Ja, und bei mir bin ich. Kleine Rutsche. Ui. Das ist geil mit Matratze, damit du sie nicht verbauen wehtust. Oh, hier ist ein Portal-Safe auch gerade drin. Jo, komme. Bogen, falls du brauchst. Also ich weiß gar nicht, was bei Far Cry 4 alle mit den Honigdachse haben. Honigdachse? Ja, so schlimm finde ich die nicht. Wo ist ein Portal-Safe? Habe ich das jetzt schon genommen? Hier vorne auf dem Bett, bei dem blauen Bett warst du bei mir. Also bei mir hier, ist weg. Hier vor mir. Hä? Das wäre doof, wenn das bei dir nicht da ist. Ja. Über der Küche? Wieso soll es um die Uhrzeit über der Küche schlimm sein? Wo haben... Ja, ich kann eine schnelle Reise zu Waffen machen. Willst du, machen wir das, ne? Wäre vielleicht besser, ja. Ja, warte. Ich brauche ja Munition, das hilft nichts. Das ist ja... Ich glaube, wenn man die Hälfte daneben ballert, ne? Weil bei mir geht sonst echt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wieso ich so wenig Munition dabei habe. Ich glaube, ich habe noch nichts ausgebaut. Kann sein. Mal schauen, wie viele Fortschrittspunkte du hast und was du leveln kannst. Wo ist die vorne? Ja. Oh, ich habe 14 Punkte. Das siehst du, da geht ja was, ne? Oh, wo war denn das mit der Munition? Puh. MP und Schrotflinten. Was? Das müsste doch das eigentlich sein, oder? Munition froh. Achso. Okay. Wo war das? Die Vorteile. Ist das jetzt MP und Schrotflinten? Hey, ich hab 13 Punkte, was? 12. Sprengfalle. Jason, alles klar. Ja, du, kein Thema, gerne. Danke dir fürs Reinschauen. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei YouTube 30 Sekunden holt sie. Crash, das ist die Hof-Bergmann-Version ab 18. Ja. Hä? Das ist die Episode für 19, oder was? Ja, mir Pfeile brauche ich auch nicht tragen unbedingt. Primitive Meister wäre vielleicht noch nie gelesen, oder? Nahkampfmeister, so, das haben wir schon mal. Aus. Heißt jetzt im Besitz, ne, im Besitz heißt nicht angelegt, gell? Was, achso, noch die Waffe? Ja. Nein. Ich glaube nicht. Hä? Jetzt habe ich hier die Höllenfeuer freigeschaltet. Lol. Die von der Lost on Mars. Okay. Kannst du sie nutzen? Bestimmt. Mach mal. Na, ah, die müsste ich gegen mein M60 austauschen. Das ist Mist. Ja, die M60 behältst du ja, dann kannst du dann wieder zurücktauschen, ne? Gekauft bleibt sie, du musst sie nicht neu kaufen. Du musst sie dann nur wieder ausrüsten. Ach so, du meinst, du willst sie mal sehr? Ja. Oh Gott, wo waren die jetzt? Warte. Ich glaube, die zählt aus Schrotflinte. Ja. Hä?
Oh. Okay. Cool. Ja, wenn der Akku nicht so schnell leer wäre bei dir, ne? Erstens das und die hat da absolut beschissene Reichweite. Ja, das ist... Kannst du voll vergessen. Ja, das sieht aber cool aus. Die sieht geil aus, ja, das stimmt. So, wo ist jetzt meine? Welche hatte ich? Die M60. Wo ist die denn? Was? Ah, hier. Oh, scheiße. Was mache ich hier jetzt Gegner? Hallo? Seid ihr komplett behindert, Junge? Ich bin tot. Was? Du bist tot? Nein, Gegner sind Ach tot. Ach so. Das schenkt bedeutet so. Kommen einfach Gegner hier ran, ne? Jetzt also weiß ich nicht mehr, was ich gucken wollte. Ach so. Was muss ich da dafür... Zählt jetzt die M60 zu Gewehr und Kaliber 50 Munition oder zählt die zu Warte. MP und Schrotflinten? Sehe ich das? Also ich habe Kaliber... Kaliber 50 M60 ist Kaliber 50. Gell? Das ist das... Ich hätte jetzt beinahe das falsch genommen. Kaliber 50 ist für Scharfschützengewehr bei mir. Nee, Scharfschützengewehr zählt zum Gewehr. Gewehrmunition. Ja. Ja, aber Munition habe ich da Kaliber 50. Hm. Bei meiner Maschinenpistole habe ich LMG-Munition. Wo sehe ich denn das, was ich... Achso, ich brauche bloß gucken wegen der Munition. LMG. Oh, ich brauche doch die... Jetzt, Moment, brauche ich doch die andere. Ja, die Kaliber 50 ist für Scharfschützengewehr. Was sind denn das für Scharfschützengewehre? Ja, das sind feste Scharfschützengewehre. Also das haben sie echt bescheuert gemacht. Ja, zählt das... Ich kaufe immer zählt alle LMG jetzt zu MP? Nee, mir geht es um das Punkteverteilen, dass ich mehr Munition mitnehmen kann. Also warte mal, warte. M-Vorteile... Also ich meine auch, dass die M60 zählt zu Gewehr und Kaliber 50 Munition. MP und Schrott... Gewehrmunition, taktische Munition. Gewehrmunition. Der Gewehrmunition war das. Ja, genau. Gewehr. Jetzt pass auf, das sehen wir gleich, wenn ich Munition kaufen will. Hm. Das habe ich ja alles. Halt. Habe ich jetzt noch ein paar Pünktchen übrig für weitere... Für weitere Tasche? Nein, natürlich nicht. Ja, das wäre zu schön. Och, Menno. Reichen. Boom hat mich geputzt. Ist aber sehr lieb von ihm. Ja. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich da, alles klar. Was habe ich eigentlich da für Schrotflinte? D2. Was? P2? D, wie Dora. D2. Wann habe ich die denn gekauft und wieso? Vielleicht hast du dir das Spiel erst geschenkt, keine Ahnung. Wo ist sie überhaupt? Im D2? Das hat mir wahrscheinlich die rotzigste gegeben, wo ich sie gefunden habe. Ich finde die hier gar nicht. Ja, komm, also das D2. Mit den Waffen haben sie echt beschissen gemacht. Wirklich. So leid es mir tut, aber anders kann ich das nicht sagen. Ich, dass das ein Schrottflinte ist. Ja. Halt. 76754. Die ist besser. Oh, die ist noch besser. Kann ich mir die leisten? Hä? Die haben schon Besitz? Nein! Halt! Was nein, wer? Och, jetzt habe ich die falsche Waffe austauscht. So was Blödes. Wieso denn? Deshalb. Wo sind jetzt die M60? Das ist doch kacke. Das schaffen wir für diese reduziert um 20%. M16? Aber $7,200. Da. Nee. Schaufenwerfer musst du doch mal kaufen, ne? Alles. Der ist reduziert um minus 20%. Ja, aber ich habe keinen Platz, ich habe nur zwei Plätze.
Marjan, alles klar. Ja, werde ich Ivko ausrichten. Marjan, wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Danke dir fürs Reinschauen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ja gut, ich hätte auch ein paar gekauft, aber mal könnte ich hier wechseln. Ich finde diese blöde M60 nicht mehr. Also, oder was läuft die denn? Sturmgewehr. Oder ja, Gewehre. Wo? Da habe ich halt, oder? Wie oft habe ich jetzt da schon dran vorbei? Oder Maschinenpistolen M60, was M40? Halt, ich hab sie. M60. Ja. Ah, Gott sei Dank. Okay. Ich hab sie wieder. Ah, hier hinten, ja. So, sorry. Hab sie gefunden. Mein Gott. Ja, bei den Maschinengewehren. So. Wohin? Ja, wohin? Das ist jetzt, Ich würde an deiner Stelle die Story-Mission weitermachen. Ja, wo muss ich denn für Story-Mission? Da muss gucken unter M. Ja. Logbuch. Vorteile. Logbuch, ja. Und dann hast du oben, ganz oben gleich deine Story-Missionen, die offenen. Okay. Ja, das. So, jetzt solltest du nochmal einen Wegpunkt haben, ne? So. Yeah. Achso, nein, das ist ja scheiße, das zerstört die Drogenboot und so. Ah, ja, das muss. Nee, da musst du andere nehmen. Die bei Verbreifung machen, oh. Machen wir die Trinkwasserversorgung. Da haben wir jetzt irgendwo ein Fahrzeug hier. Ah, hier ist Helikopter, warte, ich bin Helikopter. Auf Helikopter passen, ja. Hey, ich bin. Hä? Geht doch. Fahren, ja. Oh. So. Man setzt sich hinten rein, ne? Sie will nicht neben mir sitzen. Und hinten habe ich mehr Platz. Ah ja. Da kann ich meine Füße hochlegen. Vielleicht findest du ja auch so viel Ivko. Ich? Wie denn sonst? Zippö, sagt er. Man kann nicht zu viel fummeln. Okay. Die Seite da vorne kann man zerstören, ne? Die muss komplett zerstören, ja. Da kriegst du dann so eine Anzeige, wie viel du noch zerstören musst davon, so ein Balken. Die bröselt ja komplett auseinander. Rookie, bist du da? Hier ist Tracy. Hier kam eine Meldung, dass irgendeine Irre ihre hässliche Statue kaputt macht. Das musst du sein. Ich mag, wie du denkst. Jetzt pass auf dich auf. Da kommen noch mehr Peggys in deine Richtung. Oh Gott, und die nächste Story-Mission. Ja. Du musst ja gucken, in welchem Gebiet du bleiben willst. Ich weiß ja nicht, haben wir oder hast du. Oh Gott, Entschuldigung, ich habe. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich was markiert. Ah ne, Johns Region ist durch. Okay. Ist durch, ja. Alles klar. Also Faith noch und Jacob. Wow, hier sind ja viele Gegner. Ich habe eine persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Was habe ich denn für einen Mist markiert? Warte mal, jetzt ist voll Storm, ist ja markiert. Warte, das ist nicht schnell. Ich hab's wieder weg. Wenn man sich mit den Falschen anlegt. Hey, wieso kann ich jetzt nicht? Hey. Wow! Ja, toll, ich war gerade. Hui! Flieg noch immer runter. Ich war gerade. Ich konnte keine andere Mission jetzt ausfüllen. Hä? Hallo Tom, guten Abend. Was ist denn das jetzt wieder? Achso, Mission verlassen müsste ich vorher. Was? Das sagt mir das Spiel jetzt, ne? Toll. Ja, ich will die Mission aber verlassen. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was wie geht das mit verlassen, Katrin? Wie verlassen? Wie? Was willst du verlassen? Mission, die aktive. Da gehst du auf M. Ja. Logbuch. Ja. Und dann markierst einfach andere. Geht nicht. Doch, das muss gehen.
Ich muss jetzt diese falsche Prophet-Mission machen. Ich kann keine. Das ist. Hä? Du musst doch umschwenken können. Nein, wir müssten diese. Ah, weißt du warum? Weil danach uns wieder Fate holt. Ah, okay. Ja, das kann sein. Ja, das müssen wir jetzt machen, ja. Ist doch logisch, man setzt sich nicht neben den Vater. James hupen. Ja, Miss Daisy, ich werde hupen. Was? Also das sind von Miss Daisy und die Chauffeur? Ja, und ich bin Chauffeur und du, Oh, oh. Ja, hier sollten wir vielleicht etwas vorsichtiger agieren. Ich glaube nicht. Oh, oh. Naja, schön vorsichtig vortasten. Das sind, ja, machen. Der lebt noch. Ja, ich komme nicht dran. Das, der liegt so blöd. Hinter dir. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hä? Der ist despawned. Wer ist despawned? Der Typ. Welcher Typ? Wo? Auf den ich geschossen habe. Ja, oh, hier hat's Munition auch. Guck mal. Ja, der hat das Spiel zugemacht, hat keinen Bock mehr. Hä? Ah, die, ja. Die Flieger bei mir so komisch durch Gegend. Ja, ja. Du hast das jetzt so getanzt doch. Da brauch ich doch. Hat die komische. Ja, ja. Ja, passt. Oh. Genau, nachladen, da muss ich so nehmen. Willst du da mal reingehen? Ja, warte, hier draußen noch die Gegend. Was ist das jetzt? Da hat einer eine Granate gemacht. Ja, aber wo ist die Sau? Hier! Ja. Du sollst ihn auf der Hut schießen! Du blöder Hund, du! Penner! Du Sau, du! Sau, du! Ja, gehen wir mal hier rein, ne? Warte auf dich. Ha, wusste ich doch. Siehste, war von Miss Daisy und die Chauffeur. Warte, ich mach noch Munition voll, weil... Wird sich ja sonst nichts. Nein, sehe ich nicht. Zieh! Ich seh die Leiter nicht. Komm, Katrin, wir gehen wieder. Ich sehe die Leiter nicht. Ich auch nicht. Dann ist besser, wir gehen. Ihr macht es schon. Ach, verdammt, ich hab die Leiter gefunden. Was? Da oben sind die schon wieder Gegner. Oh Gott, der Scheißturm. Oh, ich weiß, was da oben kommt. Das ist doch gut, da kannst du dich drauf einstellen. Gibt's dort, ne? Penner! Penner, du Penner! Ruf den Hund zu. Nein! Was? Ah. Was? Boomer hat sie kalt gemacht. Ich bin ja jetzt doch. Wie viel sind denn das noch? Keine Ahnung, wie viele noch kommen. Muss mir hier nicht so einen komischen Fahrstuhl betätigen, dass die Leiter runter. Ja, genau. Ich mach das mal schnell. Ja, mach das mal schnell. Oh Gott, die fährt jetzt im Zeitlupentempo. Helis! Ja, ja. Ja, ne, noch lang. Hinter dir! Da! Okay. Wo ist der andere? Weiß nicht. Leiter ist da. Ja, hier oben sind schöne Gegner. Eieieiei. Mach doch! Ups! Wir werden noch mehr Hubschrauber gemeldet. Bleib wachsam! Ja, was? Ah, da ist eben, okay. Leiter kommt. Sollte zumindest. Ja. Tresor! Ich weiß, was du getan hast. Ja, ja. Hier, hier. Ja, ja. Schlossgleiter zu beschützen. Ich bin enttäuscht. Meine Leute kommen und werden dir zeigen, wie sehr. Komm mal, Tresor sollte Geld für dich sein. Ja. Money! Ja, aber sonst gibt's nichts. Boah, ja, gibt's doch langsam. Ernsthaft. Das haben sie echt ätzend gemacht. Ja, mit Absicht, ne? Hier oben pfeift nur der Wind, ne? Ganz ordentlich, ja. Wo geht's denn hier weiter hoch? Hier die Kisten hoch, bei den blauen Seilen. Ah.
Ich habe nur geschaut, ob noch irgendwas liegt, aber wenn du Höhenangst hast, bist du nicht runterschauen. Nö, nö. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Warte, ganz kurz von mir fest. Oh, das war. Und schon ist er weg. Wer ist weg? Halt dich einfach an mir fest. Lass mich los, lass den Tresor. Wenn du mich los lässt, bin ich schneller mit dem Tresor. Ja, eben. Ah ja, genau. Oh. Ah ja, das ist das. Ah. Würde ich in echt Leben auch so machen? Ich ja. Auch, ohne zu zögern. Wie wir es mal klargestellt haben hier. Oh Gott. Was? Ja, wo muss ich jetzt hin? Nein! Oh. Ja gut, so weit bist du ja ganz nämlich runtergefallen, ne? Das jetzt. Wo bin ich denn jetzt? Müssen wir noch hoch, ne? Ja. Oh Gott. Hoch müssen wir hier, Katrin, ne? Ja, ich bin auf der total falschen Ebene. Ne, du bist schon. Hä? Ah, ne, da! Ja. Oh Gott. Ja, aber ich bin vorher irgendwo falsch gesprungen und ich weiß nicht, wo. Da wo ich jetzt stehe. Über mir. Über mir kannst du klettern. Hochklettern. Ach, ich wollte rechts dran vorbei. Ja. Was ist hier? Achso, ja, egal. Eieieiei. Jetzt sind wir wieder das Buch an. Klar, brennt natürlich sofort. Logisch. Ja. Geschafft. Falscher Prophet abgeschlossen. Ich glaube, jetzt werden wir gleich geholt, Katrin. Was hast du getan? Nichts. Deine Worte. Herr Rutsche. Hast du eine Ahnung, was er mir antun will? Bringt nichts. Doch. Flüchte. Die holt uns doch wieder. Nein, ich flüchte. Wetten? Das war einfach nur wunderschön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Holzi, du musst. Für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantwortlich. Super Aktion. Holzi, du musst auf meine Playlist gehen und dann. Oh. Dann boom. Ich glaube, LS17 Fails hieß es oder irgendwie sowas. Was? Bleibt Pech und Pannen oder was? Ach, kein Pech und Pannen war es, genau. Wem hilft man als erstes? Wann zeigt man Vertrauen? Der Pfarrer. Blinden. Die hört schon wieder nicht auf zu quatschen. Ja. Das passiert immer, bevor sie uns holt. Ue! Die hat mich jetzt fast killt. Ja, das sind fiese Tiere. Gutes gesegnet. Oh. Ja, das heißt, sie kommt jetzt gleich. Gesegnet. Lauf! Ja, das bringt dir nichts. Bring dich in Sicherheit. Hopp. Ich will nicht gesegnet sein. Ich bin ein Kaninchen, du suchst mich nicht. Was tust du? Oh, nee. Kann ich die jetzt töten? Nein, das Paar wird es können. Ja, ich muss erwähnen. Oh nein. Schön, dass du hier bist. Ja. Ich bin so schön. Lass mich los. Ihr auf mich anzuspucken. Was? Ich dachte, magst du was? Nein. Okay. Gut zu wissen. Oh, jetzt bekomme ich Hunger, Katrin. Danke. Ja, so ein Eier ist in unser Haus gelassen. Ja, ich in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Oder Wolpertin. Ja. Nein, ich habe keinen Bock, ich gehe in andere Richtung. Schau, ne? Ja, weg von dir. Wo willst du denn hin, Dummchen, sagt sie. Ja, ich bin wieder Dummchen, ne, ist klar. Dummchen, wie putzig. Achso. Selbst die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Feenstaub. Nein. Du bist der Beweis.
Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Brauchen wir nicht. Müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Was sehe ich? Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Werden sehen, was wir erschaffen haben. Ziehen Sie sich mal was an, das ist ja ekelhaft. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Nein. Du richtest mich. Du richtest uns. Natürlich. Und was wir getan haben. Ja. Die Leute sagen. Sie richten, ja. Bist du auch. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Nein. Ja, also. Besser die als ich. Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Ja. Gemeinden werden auseinandergerissen. Ich hab ja keine. Mauern werden. Und du hast seine umgebracht. Nee, das war der andere. Entschuldigung. Sicher ist das Feenstaub. Feen sind böse. Alles klar. Hä? Ich habe nicht darum gebeten. Ja, sind Feen nicht eigentlich das personifizierte Gute? Ich wurde außer Ja, eigentlich schon, ne? Nein. Nicht? Schneewittchen, die böse Fee. Ja, okay, gut, okay. Sieh, alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Nein. Sieh, die Menschheit ist schwach. Und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Dem sei Brille gibt's bestimmt mit Scheibenwischer. Die hat ja so riesen Gläser. Einfach warten auf das Unvermeidliche. Auch so zu kleinen Düsen für Scheibenwischerlage, Waschenlage. Bestimmt mit Regensensor. Ja. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Junger Mann, bitte bedecken Sie Ihre Hühnerbrust. Unschuldig und rein. Hühnerbrust. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ja, jetzt schnappt er. Feen sind böse, man sagt bloß, sie seien gut. Was? Jetzt sag doch mal einer was, Komaito bringt mein ganzes Weltbild zum Wanken. Ich hab mir Volk freigeschaltet, Folge im Pfad. Welchen? Ja, keine Ahnung. Ja, ich bin ja da. Ja? Nein! Nein, aua, aua! Nein! Ah! Oh. Gut. Grundgütiger, du hast uns eine Scheißangst eingejagt. Und ihr habt mir Spritz ins Herz gejagt dafür. Spielt ihr? Ein paar haben es nicht geschafft. Die Jungs sagen, was ist mit Berg? Aua. Soll ihn haben, aber und wo ist dieser? Das hat etwas weh, ne? Das zahle ich hier heim, der Nutte. Hallo Sebi, guten Abend. Okay. Da kannst du nach oben spucken und hochgucken. Bist du schnell aus dem Rausch erwacht? Was? Das Zeug kann dein Gehirn und bei mir hat es jetzt aufgehört. Kräftig in den Arsch ficken. Was? Ja, das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Pfui. Das wurde hier gesagt. Ich weiß jetzt also übrigens auch endlich, was Bliss heißt. Bliss heißt Glückseligkeit. Ah, okay. Cool. Aber ich weiß es nicht. Pizza! Wo? Hier. Wo? Moment. Hier hinten geht's, glaube ich. Hier muss hier der Doktor. Ah ja, hier der Doktor. Ich bin nach einer unglücklichen Liebesgeschichte nach Hope County zurückgekommen. War schade für dich auch. Er wollte, dass ich mit ihm in die Großstadt ziehe. Aber unsere Beziehung war schon zu kaputt. Ich weiß, das ist Mann, es da verhaust sich aber ganz gewaltig. Was? Tatsächlich heilsam.
Und ich hatte meine Familie um mich. Obwohl, wenn ich gewusst hätte, was uns bevorsteht, wäre ich vielleicht bei ihm und seiner bescheuerten Karaoke geblieben. Ja, genau, ja. Komisch, wie die Gewalt unsere Ansichten verändert. Naja, nicht komisch. Aber das erscheint jetzt alles so bedeutungslos. Ja. Don Röschen hatte auch eine böse Fee, aber bei Schneewittchen war es doch nicht die böse Stiefmutter. Das war doch nicht Schneewittchen, das war... Wie du das Gefängnis verteidigt hast. Sag mal. Ja? Aschenputtel. Hier, der Couch liegt Geld, ne? 15 Dollar. Dollar? Dollar, 15. Wo ja, das? Hier auf der Couch. Hier von mir. Oder? Ja. Ach, du passt, okay. Danke, meine Ausrüstung ist sicher. Ja, was ist denn das hier? Da nichts messen, oder nein? Das sind Petrischalen. Da nichts messen, oder? Nein, das solltest du nicht essen. Komm nicht. Vielleicht will ich den cool. Cool, dass du den Kugas beim Gefängnis helfen konntest. Ja, ich habe keine Munition. Yep. Alles verkaufen. Kaufen nicht möglich. Munition voll. Oh. Wieder aufzurichten. Ich weiß nicht, ob ich je darüber hinwegkomme, was mit meinem Jungen passiert ist, aber ich werde nicht mit der Last meiner Schuldgefühle ins Grab gehen. Ich war immer zu weich. Ich habe mir von der Sekte alles gefallen lassen, aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde diesen Typen zeigen, was für ein dreckiger Scheißkerl ich sein kann. Ach so? Aha. Ja, dann mach mal. Ich bin gespannt. Warte mal, Logbuch. Rick der Drohung. Nein. Für was braucht Ivko denn einen Schatten? So ein Know-how hat diese Sekte einfach nicht. So, das ist jetzt. Oh, ja gut, wir haben ja hier Helikopter. Mit. Ja, habe ich. Ivko pfui nicht essen aus. Was pfui? Ihr Kratten ist sich ist. Weißt du? Du hast gesagt, lecker hätte ich es nicht gegessen. Lecker. Lecker. Wie war das? Ich, ja, genau. Matthias, alles klar. Okay. Danke auch dir fürs Reinschauen. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Schreibt Ivko noch einen schönen Urlaub. Dankeschön. Kurze Feststellung, ne? Ja. Der Schaufelwerfer kostet 7.200 Dollar. Ja. Hubschrauber 7.200 Dollar. Hä? Nee, nee, Moment, du musst einen Hubschrauber kostenlos haben. Ja, ich will, aber den haben wir, der hat die Raketenwerfer. Ach so. Der bringt uns aber bei der Wasseraufbereitungsanlage nicht viel, das weiß, gell? Ja, für später mal. Nicht nur, dass ich ihn mal habe, ne? Schau, dieser hier. Ja, aber Moment, den, wo es umsonst gibt, der hat doch auch alles an Bewaffnung. Ja, keine Raketen. Doch? Konnte da keine Raketen aktivieren. Aber meiner hat doch auch alles gehabt, den, wo ich immer umsonst genommen habe. Konnte da nur die... Der hat jetzt... Oder was? Ja, egal. Ich habe so viel Geld gehabt drin, ich werde nicht wenden. Ach ja, so, da ist der Elf-Raketen. Ja, siehst du? Sag ich doch. Ja, das ist ja gekauft, egal. Da geht sicher schneller wieder andere, deswegen. Ivko hat einen Schatten, den sieht man nur nicht. Ja, genau. Mhm. Nach meinem Schatten sieht man keine Sonne mehr. Was? 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 Na, so schlimm wird's schon nicht sein. Ja, ja. Ey, tu doch nicht immer so. Hä? Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Das okay. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, uns hat jemand... Hey, die habe ich gerade abgeschossen. Auch, ich habe auch den Unschuldigen getötet, aber ist mir egal. Bitte kein Ziel helfen. Sie brauchen eine Hilfe. Im Scheiß brauchen sie. Ja, toll. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den Helikopter gekauft habe. Nicht irgendwie kostenlos. Du hast die dazugehörigen Missionen gemacht. Was meinst du, welche meinst du, Sebi, in Bezug auf was? Okay, der ist jetzt noch gekauft. Naja, den schauen wir.
Ja, ich so. Und du das denn? Wo ist er denn? Hä? Ah, hier. Wow. Ich hoffe, dass die Tiere nicht mitfliegen können, die Hubschrauber, ne? Achso. Hallo? Ich sollte nicht die Maus drehen, wenn ich den freien Umsinn aktiviert habe. Boah, ich war der Sound weg? Was? Also ich hab Spielsound. Ist er jetzt wieder da? Hä? Okay. Ja? Pferd ist seltsam. Der Sound ist im Spiel da. Okay. Oh, jetzt leckt's aber hier bei mir. Was war denn das? Hä? Der Hubschrauber zuckelt sich teilweise so komisch vorwärts. Der macht einen Satz nach vorn. Ja, Kurve und so, Parkgrenze und ne, weiß man, ne? Ich glaube, das hatte ich auch ein paar Mal, als ich bei dir mitgespielt habe. Ich glaube, das ist immer so schön, der Helikopter fliegt und so schlecht und das Spiel mit. Ja, Pascal, ich denke ganz kurz noch im Anschluss dann. Ja, was, wieso zuckelt denn das? Ach, das ist doch im Koop ein Mist. Genauso wie mit dem, mit den Cutscenes, wo es dauernd viel zu früh abbricht. Ja, was ist das? Ja, ja. Da sollten doch alle im, weißt, jetzt stell dir mal vor, du fängst es zusammen an, mit ein paar Leuten, da will doch jeder die Story sehen, komplett. Ja. Wie oft hat es bei dir die Videos abgebrochen? Da kommst du doch gar nicht mit. Da fehlt ja teilweise, da fehlt ja immer die Schlusssätze fehlen dann von den Cutscenes. Ja. Und in manche bist du doch gar nicht reinkommen. Genau, ja. Das, der Kobe ist hier natürlich sehr super und so, ne, das, ja. Also ich weiß nicht, ich finde, das haben sie nicht schön gemacht, weil wenn ich Koop spielen will, dann will ich auch die Story im Koop spielen können. Ja, auch stimmt, dass das für die Mitspieler die Story so nicht fehlt, das absolviert, ne? Das verstehe ich sowieso überhaupt nicht. Ja, das ist genauso blöd, die müssen es bei sich nochmal machen. Ja, was ist denn Grund? Nee, Mann, das hast recht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Was? Da habe ich mir mit dem Märchen verkommen. Das ist schon zu lang her. Ja, mein Gott, ne? Das ist Begleitermission. Ach, genau, wo man die all. Oh Gott, die nervige Tante da, die Pilotin. Ah ja, genau. Oh! Da ist ein Dings. Ah. Wer schießt denn da lauernd auf mich? Ich sterbe. Den habe ich schon umgebracht, der auf dich geschossen hat. Der war im Wald. Links von dir. Ja. Ich muss mich schon trinken. Wow! Probe haben wir jetzt überstanden. Jetzt können wir ja. Ja, jetzt muss doch irgendwo. Ja, jetzt müssen wir wieder das Wasser ablassen und dann rein. Genau, jetzt können wir aussuchen, welches Speck wir zuerst machen. Dieses oder das da drüben. Ist egal. Ja, das spielt keine Rolle. Wir fangen wie bei diesem Jahr an, hätte ich gesagt, oder? Okay. Ich bin das mal ab, da können wir schon mal. Und dann langlaufen schnell. Jetzt geh doch da rein. Was? Das sag ich mal nicht, was? Was? Geh doch da rein! Was willst du da jetzt, Stick? Nichts! Ja. Entschuldigung. Also, ich bin allgemein ein fröhlicher Mensch. Was bist du für ein Mensch? Ein fröhlicher Mensch. Ah, fröhlich. Ja. Schnauze. Jetzt ist sie schon wieder da. Ich hab sie abgeschossen, die geht direkt. Ich wollte gerade sagen, die regt mich so auf. Ah, jetzt ist wieder die Taktik. Oh, sprengen. Warte mal, wo war das? Q? Haftpumpen nehme ich jetzt dazu. Mach sie weit weg. So, pass auf. Kann ich zünden? Ja. Wow. Hier ist ein Tresor. Hat ein Geld. Tresor? Ja, hier bei mir. Was ist denn das so komisch?
Okay. Ja, Psoffer, wir torkeln beide. Hier vorne ist ein Gegner, siehst du das? Ja. Ja, halt nicht raus, hier geht's noch weiter. Oder geht's da bloß raus? Da geht's raus auch. Da geht's in jede Richtung raus. Attacke! Deswegen bin ich hier vorne raus. Und Drogen will töten. Hier ist eine Karte, hat die zählt? Ja, ich hab. Ja, Umgebung. Wo? Warte, wo? Da kommen Autos! Ich schicke in die Hütte fest. Schnell, komm raus! Fuck, der ist am Geschütz. Alter! Tot. Glaub. Ich lade mal nach. Mal vorsichtig halber. Gegen den Schreit hin. Ja, da sind jetzt garantiert auch 2-3 Autos von der anderen Seite gekommen. Sebi schreibt, also wirklich, Ivko, gestern Gras und heute Bliss. Mein Gott, ne? Abwechseln muss sein, ne? Man muss sich ja irgendwie in Form halten. Und bei Laune. Was? Bei mir hat die Wirkung von Chris nachgelassen. Bin schon immun dagegen. Bei mir nicht. Na, jetzt ist sie nicht wieder. Wo ist denn das zweite Becken? Hier, wo kommst du mir einfach? Siehst du, wo ich bin? Ja. Ist es hier? Yes, hier sollte es sein. Ich lass mal Wasser ab. Aber auch Wasser ablassen. Ah ja, das ist auch ein bisschen schwer wahrscheinlich. Au! Da? Nee. Da muss man den Eingang freischießen. Wie ja. Ist das denn? Ich häng fest. Ducken! Ist Ducken. Da geht der Alarm wieder los. Das ist weg, bitte. Ne? Achso. Hier. Oh. Sprengen! Ja, warte, Kuh. Haftbombe. Achso. Wo? Ah, hier. Sind Sie bereit? Ja, holt sie, schlag doch eins vor! Ich bin bereit. Au. Oh. Ja gut, das glaubst du muss sein. Juhu! Na geil! Hii. Sau du! Oh oh! Ja, der hat's geschafft, also ja. Danke. Der hat's hinter sich, ja. Ja. Was? Die drei haben es auch hinter sich. Ich höre jede Menge Nachrichten über Funk. Die Peggys sind stinksauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Nee, gut gemacht. Was? Da war die Alte wieder. Ach so. Kann ich das mal lassen? Ich finde die gruselig. Ja, die müssen wir töten unbedingt. Aber ich weiß nicht, ob du das noch heute machen willst. Nein, ich glaube eher nicht. Ja gut, ich will jetzt auch eh nicht mehr so lang machen. Ja, nee, schön. Darf du sagen? Ich höre. Ja gut, wir können auch jetzt Schluss machen, dann gehen wir noch schnell rüber auf Juno. Ja, können wir. Also, dann werden wir jetzt hier mal... Ja! Muss ich hier aber speichern? Nein, oder? War nee, nicht. Das macht's alles selber, da brauchst du nicht speichern. Ja, wie gesagt, ihr Lieben, dann würden wir jetzt hier an dieser Hier und Jetzt Feierabend machen. Danke euch allen fürs Reinschauen. Wie gesagt, ich bin jetzt eben noch schnell ein paar Minütchen zum Quatschen drüben auf YouNow quasi. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch drüben mit reinschaut. Ich kann euch nur mal schnell den Link posten, dann machen wir hier mal schnell. Du jetzt, ja. Du jetzt, ne? YouNow ist du jetzt. Auf Deutsch. YouNow, du jetzt. Du jetzt, ja. Oh, das war falsch. Oh, ich hatte das Spiel verlassen. Sie lassen mich einfach alleine. Wieder weinen heute. Ja, mach zu. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr noch mit drüber schaut. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend noch, eine gute Nacht. Eine kühle Nacht vor allem.
Ja. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wegen morgen. Wenn morgen nichts ist, dann auf jeden Fall, so Gott will und nichts dazwischen kommt, am Montag wieder. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis spätestens Montag.